Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von dem Brettspieltester. Mit dabei wie immer Michaela und Christian. Und es hat uns mal wieder verschlagen in die Vergangenheit, ins 14. Jahrhundert, und zwar nach Tschechien, nach Prag, wo Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, deutscher Nation, Karl der Vierte, Dankeschön, residiert und versucht, Prag zu einer ganz wohlhabenden Stadt zu bringen. Und wir als wohltätige Bürger der Stadt wollen ihn dabei tatkräftig unterstützen. Und deshalb starten wir erstmal mit den Rahmendaten. Prager Kaputt Reden ist ein Spiel für 1 bis 4 Spieler ab 12 Jahren. Die Spieldauer wird auf der Verpackung mit 45 bis 150 Minuten angegeben. Der Autor ist Vladimir Suchy, ist bei Delicious Games erschienen und kostet, ich habe gerade mal online reingeschaut, um die 41 Euro. Und da ist eine ganze Menge Spielmaterial dabei. Wir haben das hier schon mal alles aufgebaut. Ich nehme mal die Spielverpackung zur Seite, damit man alles sehen kann. Wir haben zum einen einen riesengroßen Spielplan, den haben wir hier schon mal auf der Tischmitte ausgebreitet. Dann gibt es hier Fenster, es gibt Silberfenster, es gibt Goldfenster, es gibt Eier, die gibt es ja mal als einer Eier und als Dreier Eier, wie auch immer. Dann gibt es hier die Karlsbrücke, die bekannte, die stellt man hier schon mal auf, und hier gibt es so Bonusleisten drauf, die sind auch beidseitig bedruckt, die könnt ihr in beliebiger Kombination dort auf die Brücke dann auch drauflegen. Dann gibt es hier die sogenannten Brückenplättchen, die haben einmal eine römische 4 und eine römische 5 drauf. Beide Stapel mischt ihr getrennt voneinander, also einmal den Viererstapel, einmal den Fünferstapel. Der Viererstapel wird dann komplett hier auf dieses Feld hier vorne gelegt vor der Brücke, und der Fünferstapel wird geteilt, das sind jeweils 6 Plättchen, und von den 6 Plättchen vom Fünferstapel kommen 3 hier zum Dom hin und 3 kommen vor die Karlsbrücke. Dann haben wir hier noch sogenannte Produktionsplättchen. Die werden hier auf die entsprechenden Felder auf den Fluss gelegt. Es gibt jeweils 2 doppelte. Ihr könnt die in beliebiger, ich sag mal, Sortierung hier auf dem Fluss auf die dafür vorgesehenen Felder auslegen. Und die doppelten stapelt ihr dabei einfach übereinander. Dann haben wir hier noch Königswegsplättchen. Die sollten im ersten Spiel noch nicht mit reingenommen werden. Wir haben hier nämlich den sogenannten Königsweg, der nachher ja später auch, glaube ich, immer für Krönungszeremonien verwendet wurde in Prag. Hier steht es in der Anleitung, im Glossar. Genau, wir haben uns noch nicht weiter mit Prag beschäftigt. Ich wollte auch immer schon mal im Urlaub hinfahren. Vielleicht schaffen wir das ja irgendwann mal, wenn man dann wieder richtig verreisen kann. Auf jeden Fall gibt es hier den Königsweg, und diese Plättchen hier, die kann man nachher, die sind auch beidseitig bedruckt, um nachher die Felder hier auf dem Königsweg abzuwandeln, die kein Ei kosten. Es gibt nämlich auf jedem Feld immer eine Möglichkeit, mit Ei zu bezahlen. Dafür sind die nicht da, sondern die decken immer nachher die Felder ab, die praktisch nicht mit Eiber bezahlbar sind. Aber die brauchen wir jetzt im ersten Spiel nicht, die legen wir dann erstmal zur Seite. Dann haben wir hier einmal neben der Karlsbrücke noch 2 weitere 3D-Elemente, sage ich jetzt mal. Es gibt nämlich einmal diesen Dom als 3D-Element und auch die Hungersmauer. Ihr könnt mit den Elementen spielen oder ohne, auf dem Spielplan ist auch nochmal alles angedruckt. Ihr müsst die Elemente natürlich vor Spielbeginn erstmal zusammenbauen. Das wird in der Spielanleitung beschrieben, und da sind hier schon so Stufen drauf, die man erstmal drauf platzieren soll. Es gibt aber für jedes Element, sowohl für den Dom als auch für die Hungersmauer, nochmal 3 alternative Plättchen. Die haben jeweils eine A- und eine B-Seite, sind also auch beidseitig bedruckt, sodass auch dafür Varianz gewählt, ja, gesorgt ist. Und ihr könnt auch, wenn ihr zum Beispiel beim Dom mit Seite A spielt, könnt ihr bei der Hungersmauer mit den normalen Plättchen spielen oder mit der A-Seite von der Hungersmauer und so weiter. Also da könnt ihr nachher auch nochmal Varianz mit ins Spiel hineinbringen. So, dann haben wir hier die sogenannten Marktstandsplättchen, denn es gibt hier auf dem Spielplan bestimmte Felder. Sie sind so gräulich unterlegt, die sind also gepflastert, und da sind farbliche Marktstände drauf. Diese Marktstände werden jetzt gemischt und der Spieleranzahl entsprechend auf die Felder verteilt. Es gibt nämlich einmal da hinten bei Christian ein Feld, das belegt man nur bei 3 und 4 Spielern, und dieses nur bei 4 Spielern. Das wird jetzt natürlich im 2-Personen-Spiel nicht belegt. Also hier ist zum Beispiel ein grauer Marktstand drauf, da kommt entsprechend ein Marktstandsplättchen mit auch grauen Marktständen dann drauf. Christian hat hier schon 2, ich sag mal, orange-rote Felder mit der entsprechend gleichen Marktstandfarbe belegt, wie hier auf den Feldern vorgesehen ist. Und je nach beidseitig bedruckt, ne? Und je nach Spieleranzahl sind dann immer 8 bis 10 von diesen Marktstandsplättchen dann im Spiel. Und wie gesagt, diese beiden Felder werden jetzt im 2-Personen-Spiel nicht belegt. Dann haben wir hier die sogenannten Technologieplättchen. Da gibt es Technologieplättchen der Stufe 1, 2, 3 und 4. Jeden Stapel mischt ihr separat voneinander und legt die dann neben dem Spielplan bereit. Da gibt es ein ganz wichtiges und auch sehr großes Plättchen, dieses 5er-Plättchen. Das ist irgendwie mikroskopisch klein. Warum man das so klein gemacht hat, weiß ich nicht. Dieses Plättchen legt ihr hier oben bei dem sogenannten Aktionskran auf dieses 5er-Feld schon mal bereit.
Dann kommen wir auch schon zu dem sogenannten Aktionskran hier oben. Den müsst ihr vor Spielbeginn auch einmal zusammenbauen. Und je nachdem, mit wie vielen Spielern ihr spielt, stellt jetzt diesen Pfeil, der hier drauf ist, auf die Spieleranzahl entsprechend ein. Wir sind jetzt zwei Spieler. Das heißt, der Pfeil deutet hier auf zwei Spieler. Hier wäre das Feld, wenn ihr zu viert spielen würdet. Und das Feld, wenn ihr zu dritt spielen würdet. Upsala, das wäre hier hinten. Also der Pfeil wird immer jeweils auf die Spieleranzahl. Upsala, da kommen wir ja gerne mal zu dem Mechanismus. Ausgerichtet. Dann habt ihr jetzt zwei Zuganzeigewürfel. Einer wird hier auf das Feld mit der Ausstanzung gelegt, auf den Aktionskran. Der andere Würfel wird hier auf die Anzeige eurer Spieleranzahl entsprechend gelegt. Bei vier Spielern hier, bei drei Spielern dort und bei zwei Spielern wird dieser Zuganzeigewürfel dorthin gelegt. Dann gibt es insgesamt noch sechs sogenannte Aktionsplättchen. Die sind auch beidseitig bedruckt. Das ist einmal die A-Seite und auf der Rückseite ist die B-Seite. Ihr spielt entweder immer ausschließlich mit der A- oder mit der B-Seite, also ihr vermischt die beiden Seiten nicht miteinander. Fürs allererste Spiel wird sogar empfohlen, wie man diese Aktionsplättchen hier in diesem Rad positioniert. Das haben wir jetzt einfach mal so gemacht. Also laut Spielanleitung soll man die Aktionsplättchen mit der Seite A fürs erste Spiel verwenden und dann auch so nachher hier platzieren. Wenn ihr das Spiel nachher häufiger gespielt habt, könnt ihr die Plättchen hier sowohl mit der A- oder auch mit der B-Seite komplett zufällig dann noch anordnen, wobei immer hier das erste Plättchen im roten Bereich beginnt und das dann hier fortlaufend hingelegt wird, sodass kein Plättchen im blauen Bereich liegt und auch keins hier im letzten. Also die sechs Aktionsplättchen werden hier so immer auf die ersten sechs Felder des Aktionsrades gelegt, beginnt mit dem roten Bereich. Dann haben wir hier eine umlaufende Siegpunktleiste. Wie bei so vielen Spielen geht es darum, dass wir Siegpunkte sammeln. Da legen wir schon mal unsere Punkteanzeiger drauf. Christian ist blau, ich bin rot, wie gehabt. Wie eigentlich immer in jedem Spiel. Dann kommen wir als nächstes zu den Sechseckplättchen, die im Spiel vorhanden sind. Ihr habt drei verschiedene Arten von Sechseckplättchen. Es gibt einmal Gebäudeplättchen hier in Rot, Mauerplättchen in Grau und die sogenannten Aufwertungen hier in Gelb. Diese Plättchen gibt es einmal komplett für Stufe 1. Wir haben jetzt hier Stufe 1 bzw. Ära 1 ausliegen und es gibt diese Plättchen auch nochmal für Stufe 2 bzw. Ära 2. Diese Plättchen mischt ihr erstmal getrennt nach der Stufe voneinander und auch noch danach getrennt, ob es seltene Plättchen sind, die haben hier so ein S drauf, oder ob es die normalen Plättchen sind, die haben halt kein S drauf. Und dann legt ihr schon mal für die Ära 1 von jeder Sorte, also von den Aufwertungen, drei Plättchen aus, plus jeweils ein seltenes Plättchen, eins hier mit dem S drauf. Und das macht ihr für jede Art dieser Gebäudeplättchen. Diese Stufe 2 Plättchen, die werden erstmal beiseite gelegt. Genau, da gibt es für jede Plättchenart entsprechend hier eine Reihe, wo dann immer drei normale draufkommen und jeweils hier im äußeren Feld immer ein S, ein seltenes Plättchen. Und die Ära Stufe 2 Plättchen, die legen wir erstmal bereit, die brauchen wir aber noch nicht, die kommen später im Spielverlauf dann ins Spiel. Und je nachdem, mit wie vielen Spielern ihr spielt, müsst ihr jetzt von den Gebäudeplättchen auch noch zwei vom Nachziehstapel ziehen, also jetzt im Zwei-Personen-Spiel. Müssen zwei offen schon mal hingelegt werden, da sind zwei Felder gekennzeichnet. Im Drei-Personen-Spiel wäre es nur dieses eine Feld und im Vier-Personen-Spiel würden keine Gebäudeplättchen auf dem Spielplan schon platziert werden. So, dann bekommt jeder Spieler noch so ein eigenes Spielertableau in seiner Spielerfarbe. Ich habe jetzt hier rot und man bekommt 11 Markierungswürfel und die platziert man jetzt auch schon mal entsprechend. Wir haben ja nämlich zum einen zwei Leisten. Es gibt hier einmal die sogenannte Technologieleiste und es gibt die Karls-Universitätsleiste. Da werden die Würfel hier unten schon mal als auf die Startpunkte jeweils positioniert. Dann haben wir hier eine Goldmine und eine Steinmine. Da kommen die beiden Markierungswürfel hier jeweils auf das Feld. Das ist mit so einer Zielflagge, würde ich es einfach mal nennen, markiert. Also bei der Goldmine auf das vierte Feld und bei der Steinmine auf das dritte Feld. Und dann gibt es hier oben sogenannte Reichtumsboni, die wir im Spielverlauf noch bekommen können. Und da werden auf die entsprechenden Ausstanzungen dann auch nochmal die drei Würfel platziert. Außerdem bekommt jeder Spieler ein sogenanntes Aktionsrad. Das legt man auch schon mal bei sich aus. Dann bekommen wir so eine Kurzübersicht. Da ist zum einen drauf, wofür wir nachher am Spielende Siegpunkte bekommen können. Und auf der anderen Seite sind auch noch mal so ein paar Erläuterungen, die wir im Spielverlauf selbst dann beachten können, auch noch mal mit drauf. Dann haben wir hier schon gesagt, wir haben einmal die Hungermauer und den Dom. Da gibt es ja verschiedene Stufen. Und jeweils auf die erste Stufe werden auch schon mal in Spielerfarbe jeweils ein Markierungsstein hingelegt und zwar hier unten gibt es jeweils ein Startfeld und da legt jeder von seinen Steinen einen Würfel drauf. Beim Dom auf der linken Seite, bei der Hungersmauer ist das Startfeld auf der rechten Seite auf der untersten Stufe jeweils. Dann gibt es hier noch, oh, ich habe die Königsfiguren hier vorne hingestellt, dann gibt es ja noch den Königsweg, hatten wir ja schon gesagt. Jeder Spieler bekommt auch noch eine sogenannte Königswegfigur.
Die wird hier erstmal, ich sag mal, außerhalb des Königswegs platziert. Wenn man nachher den Königsweg oder die Aktion machen, dann betreten wir den Königsweg damit dann mit dieser Figur dann letztendlich. Und eine Sache habe ich noch vergessen. Wir haben hier noch zwei Kräne. Wir haben ja einmal so einen Steinkran und einmal einen Goldkran drauf. Damit zeigen wir jeweils an, wie viele Steine oder wie viel Gold wir jeweils in unserem Besitz haben. Und wir starten zu Spielbeginn immer jeweils schon mit zwei Steinen und mit zwei Gold, sodass wir das jeweils hier auf unserem Kran, das haben wir hier schon mal eingestellt. Gut, soweit dann erstmal zum Spielmaterial, was dabei ist und auch zum Spielaufbau. Wie gesagt, jetzt für zwei Personen, wobei für drei und vier Personen ändert sich das ja nicht so großartig. Das haben wir ja hier schon letztendlich dann einmal kurz mit dargestellt. Und dann können wir eigentlich mal starten. Und wenn man am Zug ist, das geht im Uhrzeigersinn, wie bei so vielen Spielen oder wie bei den meisten Spielen, der Spieler, der am Zug ist, wählt sich ein Aktionsplättchen hier vom Kran. Davon führt er eine Aktion aus, macht möglicherweise noch eine Zusatzaktion. Und dann beendet er seinen Zug, indem er den Aktionskran dreht und das Aktionsplättchen zurücklegt. Soweit so einfach. So spielt sich Ka Das Prager war's. kaputt Und dann kommen wir gleich mal reden. zum Fazit. Bis zum Anfang. Genau. Nein, okay. Wir zeigen euch jetzt mal anhand von ein, zwei Beispielrunden, wie es funktioniert. Also wir haben ja zum einen hier unser Aktionstableau. Da sind alle sechs möglichen Aktionen, die wir im Spielverlauf machen können, drauf. Das heißt, das haben wir da nochmal alles so im Blick. Die einzelnen Aktionen erklären wir euch gleich nochmal. Wenn wir jetzt hier ein Aktionsplättchen auswählen, wir können uns ein beliebiges auswählen, ist dabei zu beachten. Man sieht hier schon, die ersten im roten Bereich haben jeweils Kosten. Das heißt, wenn ich mir das nehmen würde, müsste ich noch zwei Geld oder Gold bezahlen. Wenn ich mir das nehmen würde, auch zwei Gold, hier ein Gold und da auch noch ein Gold. Hier der grüne Bereich, da kommen keine Zusatzkosten auf uns zu. Und wenn ein Plättchen nachher durchdrehen, ich mache das jetzt einfach mal so, hier in den blauen Bereich wandert, dann kann man sogar noch Siegpunkte mit dazu bekommen. Würde ich jetzt also dieses Aktionsplättchen bekommen, würde ich dann zwei Siegpunkte mit dazu bekommen. So als Beispiel. So, jetzt müsste man sich also erstmal überlegen, mit was man dann ganz gerne starten möchte. Und Ich bin Startspieler. du bist Ja, ich Startspieler. habe das letzte Spiel verloren. Okay, dann Von bist du daher, ich Startspieler. nehme jetzt hier das erste, lustigerweise, aus dem grünen Bereich, das heißt keine Kosten. Und in dem inneren Rad ist es jetzt so, dass man auch einen Ertrag bekommt. Ein Hier gibt es Bonus. einmal das S. Wenn das S hier ist, bedeutet das, wenn ich jetzt diese Aktion nehme mit dem Häuserbauen, dürfte ich das Spezialplättchen hier nehmen. Das darf ich nämlich ansonsten nicht. Also wenn ich jetzt hier oben dieses nehmen würde, das ist eben dieses Rote rotes Hausbauen, Gebäude. genau. Da ist kein S hier in diesem Bereich, das heißt, ich dürfte nur aus diesen dreien auswählen. Hier dürfte ich entsprechend auch dieses Plättchen nehmen, Das sage ich jetzt Spezial- einfach oder mal. das Seltenheitsplättchen, was auch immer Richtig, das genau. ist. Und das mache ich aber nicht. Ich nehme den unteren Bereich. Diese Krone bedeutet immer einen Siegpunkt. Das heißt, ich nehme mir jetzt einen Siegpunkt. Das heißt, Christian hat sich jetzt entschieden, nicht für den Bau, falls er das Rote überhaupt bauen wollen würde, falls er diese Aktion nutzt, weil jedes Aktionsplättchen hat auch zwei Aktionsmöglichkeiten, von denen man sich dann eine aussuchen muss. Welche man davon macht, bleibt einem überlassen, aber man kann nur eine von den beiden möglichen Aktionen ausführen. Wenn Christian jetzt, wie gesagt, dieses Rote, also sprich ein Gebäude bauen wollen würde, dann könnte er halt mit dem S auch dieses Seltenheitsgebäude nehmen. Sagt Christian halt, er nutzt diese Aktion nicht, dann bekommt er anstelle von dessen schon mal einen Siegpunkt. Damit hat er seinen Bonus vom Rad jetzt genommen. Man kann übrigens auch den Bonus auch zu einem späteren Zeitpunkt in seinem Zug nehmen. Man muss ihn nicht nehmen in dem Moment, wo man sich das Plättchen nimmt. Weil es kann zum Beispiel sein, wie hier, es könnte, ich vertausche jetzt einfach mal diese beiden Plättchen. Vielleicht habe ich kein Geld und möchte aber ganz gerne, weil in dem Fall könnte ich ein Geld abgeben für ein Ei. Ich habe aber vielleicht gar kein Geld in dem Moment, wo ich mir das Plättchen nehmen würde. Dann könnte ich mir halt erstmal dieses Plättchen nehmen. Über diese Aktion hier oben könnte ich nämlich Geld bekommen. Wie zeigen wir euch nachher nochmal. Und dann könnte ich das Geld, was ich bekomme, hier dafür nutzen, um diesen Boni vom Rad zu verwenden, nämlich ein Geld abzugeben, um mir ein Ei zu holen. Jetzt tauschen wir das aber erst einmal zurück. So war das. Und ich nehme mal ganz schnell wieder meine zwei Gold. Christian nimmt das Plättchen, hat schon seinen einen Siegpunkt bekommen. Genau, und ich nehme jetzt das obere, das ist diese Aktion hier, dann sieht man es ein bisschen besser. Und zwar sage ich, ich möchte ganz gerne meinen Steinbruch verbessern. Das ist immer diese Schubkarre da drunten. Das kann man auch auf der Goldleiste machen, das ist so eine Goldtruhe. Ich mache das aber im Steinbereich, das heißt Schubkarre. Das bedeutet auf meinem Tableau, das kannst du bei dir mal zeigen, gibt es zwei Leisten. Es gibt eben oben einmal die Steinleiste und darunter gibt es einmal die Goldleiste. Und wenn ich jetzt diese Schubkarre nutze, das ist halt eben dieses Symbol, dann darf ich entsprechend den Marker um einen nach rechts bewegen. Bedeutet, ich habe jetzt hier die drei in Anführungszeichen freigeschaltet und wenn ich nachher das abbaue, das Erz an der Stelle, den Stein, dann würde ich drei Ertrag bekommen. Genau, das ist mal ganz wichtig. Wenn man nachher produziert, egal was, ob Gold oder ob Stein, man bekommt immer nur das, was links von seinem Würfel ist. Das heißt, momentan hätte ich jetzt hier in dem Fall drei Steinminen. Das heißt, ich würde drei Stein produzieren. Würde ich Gold produzieren, hätte ich würde drei Gold dann produzieren.
So, das mache ich jetzt aber nicht, aber genau, Christian macht das bei ja. sich. Genau, und jetzt ist es halt eben so, wenn man das macht, dann kriegt man automatisch immer noch einen Steinertrag. Das heißt, ich drehe hier meinen Vorrat an Stein um einen weiter. Das war die Aktion. Ich packe das hier. Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz zeigen, was du alternativ hättest machen können? Alternativ hätte ich halt eben das hier machen können, das wäre eben diese Produktion gewesen. Genau. Das heißt, ich hätte Stein produzieren können, da ich jetzt ganz am Anfang stand auf dem Ausgangsfeld. Das immer wieder bei mir. Genau, hätte ich halt eben nur entsprechend zwei Steine bekommen. Zwei Steine produziert, genau. Und es ist nachher auch so, wenn man hier vorgerückt ist, ich mache das einfach mal so, wenn ich hier hinten wäre. Man kann ja hier entweder seine Steinmine aufwerten, also seinen Würfel um ein Feld nach rechts versetzen und einen Stein bekommen, oder man produziert Stein. Und wenn man Stein produziert, schaut man immer, wo ist der Würfel auf der, ich sag mal, Minenproduktionsleiste, und dann bekomme ich alles, was links vom Würfel ist. In dem Fall würde ich jetzt hier 6 Steine bekommen, plus hier ist ein Buch abgebildet. Das würde bedeuten, ich würde hier auf der Technologieleiste ein hochkommen. Hier ist eine Krone abgebildet, dann würde ich sogar noch eine Krone bekommen. Und weil ich hier vorher, das hätten wir auch nochmal zwischendurch erklärt nachher, wenn man hier auf dieses Feld kommt, bekommt man einen einmaligen Bonus. Dann darf ich mir nämlich hier eins von diesen Produktionsplättchen hier nehmen, die hier ausliegen. Sagen wir mal so, ich hätte mir das hier genommen, als mein Würfel da stand. In dem Moment hätte ich mir so ein Produktionsplättchen nehmen dürfen vom Fluss. Dann lege ich das hier rein. Und dann hätte ich in dem Moment jetzt auch noch neben dem Buch und neben dem Siegpunkt noch 2 weitere Siegpunkte dann bekommen. Also man bekommt immer als Ertrag das, was links vom Würfel ist. Und so kann man halt bei der Aktion, wenn man dieses Stein macht, entweder seine Mine verbessern und einen Stein bekommen oder Stein produzieren. Und so genauso funktioniert auch das bei der Goldmine. Das heißt, man verbessert seine Mine, das heißt, der Stein wandert hier ein Feld weiter nach rechts. Und man bekommt ein Gold, das heißt, man würde hier das auf seinem Aktionskran entsprechend um 1 erhöhen. Oder man produziert halt das entsprechend und bekommt alles das, was links ist. In dem Fall würde ich jetzt hier momentan, wenn er da wäre, 4 Gold bekommen und einen Siegpunkt, weil hier noch eine Krone wieder als Ertrag angedruckt ist. So, das schon mal dazu. Und dann resette ich immer wieder alles bei mir und Christian macht seine Aktion zu Ende. Genau. Das heißt, das andere, was ich hätte machen können, wäre eben Gebäude bauen. Wie gesagt, nicht das Spezialteil, weil ich mich ja für den Siegpunkt entschlossen habe. Das heißt, ich hätte mir jetzt hier so eins von diesen Gebäuden nehmen können, hätte entsprechend bezahlen müssen, was sie kostet. Die Kosten stehen jeweils unten auf dem Plättchen. Bei dem, was Michaela da hat, ich sehe es jetzt nicht aufgrund 2 der Höhe. 2 Gold und einen Stein hätte man dafür bezahlen genau, müssen. Die kann ich dann halt eben hier entsprechend platzieren. In dem unteren Bereich kann ich es kostenlos platzieren. In dem oberen Bereich kostet es mich auch. Wenn ich zum Beispiel hier das platzieren möchte, kostet nochmal ein Geld. Hier kostet sogar 2 Geld. Und dann kann ich die halt eben relativ frei platzieren, wie ich möchte. Ja, es kommt drauf an. Es gibt hier zum Beispiel die Geschichten, die haben jetzt oben dieses blaue Symbol. Und ein wenn man Bonus-Symbol. Das richtig rum platziert, zum Beispiel hier ist eins aufgezeichnet und ich lege das jetzt hier so ran, dann habe ich halt eben eine Berührung und dann würde ich entsprechend eins von diesen Eckbonus-Symbol-Markern-Plättchen bekommen. Das kann nachher interessant sein für die Endabrechnung. Genau, aber wie gesagt, das möchte ich momentan ja alles gar nicht machen. Das heißt, ich bin mit meinem Zug fertig. Ich nehme das mal erstmal wieder weg. Und die anderen, die weiteren Symbole, hier sind ja noch weitere Symbole drauf. Man bekommt natürlich auch einen Ertrag, wenn man so ein Gebäudeplättchen, und hier oben ist noch was drauf. Das erklären wir nochmal, wenn jemand so eine Aktion von uns dann macht, genau. So, Ende von meinem Zug. Ich drehe einmal hier weiter, dass halt eben das nächste freie Plättchen hier auf dem teuersten Feld ist. Und dann packe ich einfach wieder das Plättchen, das ich genommen habe, hier rein. Das heißt, das ist jetzt in Anführungszeichen am teuersten. Und damit ist mein Zug beendet und Michaela ist dran. Genau, und was man auch immer machen muss am Ende seines Zuges, man muss gucken, ob wie viele Fenster man ausliegen hat. Denn man darf am Ende seines Zuges maximal 2 Fenster vor sich ausliegen haben. Hätte man mehr als 2 Fenster, müsste man die anderen Fenster abgeben, was sehr unglücklich ist. Denn Fenster bringen auch bestimmte Vorteile im Spiel. Und so sieht man schon, Produktionsplättchen, die gerade oder ja vor kurzer Zeit genutzt worden sind, die sind halt am teuersten. Und je ja, weniger ein Produktionsplättchen in letzter Zeit genutzt wurde, umso weiter dreht es sich vielleicht auch in den attraktiveren Bereich, wo man vielleicht nachher noch Punkte bekommen kann, wenn man dieses Plättchen nimmt. Und was man auch gesehen hat, man hat hier ja 2 Aktionen zur Auswahl. Es gibt immer eine äußere, ich sag mal eine außerhalb des Rades vorhandene Aktion, einmal innerhalb des Rades, das aber vollkommen egal. Man nimmt sich dieses Plättchen und sucht sich eine von diesen beiden Aktionsmöglichkeiten aus. So, und jetzt bin ich ja schon dran. So, und ich nehme jetzt einfach mal dieses Plättchen hier. Hier sind jetzt auch 2 Aktionsmöglichkeiten drauf. Christian hat recht, hier sieht man das ein bisschen besser. Hier ist zum einen diese Aktionsmöglichkeit drauf. Das bedeutet immer, dass man hier auf dem Königsweg voranschreiten kann. Und hier ist diese Aktionsmöglichkeit drauf. Das heißt, ich kann eine Aufwertung machen. Aufwertungen sind diese gelben Plättchen hier oben. Das heißt, ich kann jede Aktion, die man im Spielverlauf machen kann, aufwerten. Und das ist auch ganz nett, weil zum einen
ist hier noch auf dem Plättchen so ein Hut drauf. Diese Sechseckplättchen Aufwertung der Stufe 1 bringen immer einen Hut. Das heißt, und der Hut bedeutet, man kommt hier auf der Karls-Universitätsleiste jeweils einen Schritt vorwärts. Und das bringt nachher Punkte in der Endabrechnung. Die zeigen wir euch dann nochmal. Und hier würde es zum Beispiel bedeuten, wenn ich diese Aufwertung nehme, muss ich immer die Aufwertung auf die jeweilige Aktion legen, die sie betrifft. Hier wäre es die Brücke, das heißt, ich müsste es hier auf die Brücke legen. Auch hier kann ich mir überlegen, welche Ausrichtung, weil hier ist auch wieder so ein Eckbonus-Symbol drauf. Und jedes Mal, wenn ich jetzt auf der Brücke voranschreiten würde, könnte ich einen Stein abgeben, um zwei Geld zu bekommen. Das heißt, man kann jede Aktion aufwerten. Und wenn man dann die jeweilige Aktion macht, sagen wir mal, ich hätte vielleicht das hier liegen, würde jetzt meine Mine entweder verbessern oder produzieren, könnte ich jedes Mal, wenn ich das mache, einen Stein abgeben, um ein Fenster zu bekommen. Damit kann man jede Aktionsmöglichkeit einmal verbessern. So, das möchte ich aber jetzt nicht, sondern ich wähle jetzt hier von meinem Aktionsplättchen das Brückensymbol. Das heißt, ich darf hier auf dem Königsweg voranschreiten. Ich kann jetzt aber vorher auch noch meinen Bonus hier vom Rad entsprechend nutzen. Das heißt, ich darf ein Geld abgeben und nehme mir mal ein Ei. Und jetzt kann ich hier, setze ich meine Figur auf den ersten Abschnitt des Königswegs. Es gibt hier insgesamt 5 Abschnitte. Genau, 1, 2, 3, 4 sind hier und der 5. Abschnitt ist nachher direkt auf der Brücke drauf. Und was man da bekommt als Ertrag, ist immer links von dem jeweiligen Abschnitt zu sehen. Es gibt immer Soforterträge. Bei einem muss man immer ein Ei abgeben. Hier könnte ich ein Ei abgeben, um einmal meine Steinlinie zu verbessern. Das heißt, dass mein Stein hier, mein Würfel entsprechend ein Feld nach rechts zu setzen oder um meine Goldmine zu verbessern, sprich den Würfel um ein Feld nach rechts zu versetzen. Oder ich könnte mir sofort 2 Steine oder 2 Geld nehmen. Jetzt muss ich mich mal ganz kurz entscheiden, was ich da machen möchte. Ich werde hier mal mich dafür entscheiden, dass ich ein Ei abgebe. Und ich werde hier mal meinen Steinbruch um einen verbessern. Das heißt, ich setze den Würfel entsprechend um ein Feld nach rechts. Das war es dann schon wieder. Dann drehe ich auch wieder den Aktionskran und muss das Plättchen jetzt wieder entsprechend hier in dem ersten Feld platzieren. Das erste Feld im roten Bereich, was frei wird, da kommt das immer entsprechend rein. Und vielleicht nochmal ganz kurz, jeder Spieler hat 16 Züge im Spiel. Dieser Markierungsstein und dieser helfen beim Zählen der Züge. Durch Zusatzzüge, wenn man denn welche ausführen kann, kann man noch welche dazu bekommen. Man kann nämlich, ich kann euch das mal ganz kurz hier zeigen, jederzeit in seinem Zug, aber auch nur einmalig, sich einen Zusatzzug dazu kaufen. Das kann man entweder, wenn man ein weißes und ein goldenes Fenster in seinem Besitz hat. Ups, das sind jetzt 2 hier. Wenn ich ein weißes und ein goldenes Fenster habe, kann ich mir einen Zusatzzug erkaufen oder durch die Abgabe von 2 goldenen Fenstern könnte ich mir auch einen Zusatzzug erkaufen. Zusatzzug bedeutet nicht, dass ich hier noch ein weiteres Aktionsplättchen vom Aktionskran nehme, sondern ich schaue hier einfach auf meinem Aktionstableau nach und wähle eine dieser 6 Aktionen aus und mache die dann praktisch nochmal zusätzlich zu meinem Zug. Aber wie gesagt, das darf man nur einmal pro Zug zusätzlich machen. So, das war ja schon wieder mein Zug und Christian ist dran. Jo, ich mache diese Geschichte, das heißt, ich kriege erst einmal ein Fenster. Ein Silberfenster. Das platziere ich hier. Dann bekommst du hier dieses Aktionsplättchen und dann können wir vielleicht einmal wieder hier auf groß gucken. Christian kann jetzt entweder diese Aktion machen, die wir ja schon beschrieben haben, oder Christian kann ein Gebäude bauen. Genau, ich mache das von eben gerade, also diesen Bereich hier. Allerdings will ich jetzt nicht meine Steinmine aufwerten, sondern ich will produzieren. Das ist also dieses hier. Das heißt also, ich habe ja hier einmal diese freigemacht. Das heißt, ich bekomme einmal 3 Stein und hier freigeschaltet einen Siegpunkt. Das heißt, ich komme da einen vorwärts. Gehe jetzt hier 1, 2, ups, geht nicht weiter, 3 auf die 6 und habe damit diesen Würfel quasi freigeschaltet. Und dort zu sehen ist ein... Tada, ein kleines Buch und das bedeutet, ich kann ihm auf dieser Universitätsleiste einen nach oben geben. Und hier ist jetzt was drunter, nämlich auf der ersten Stufe ist hier, die sind diese Technologieplättchen der Stufe 1 abgedruckt. Und das bedeutet, dass jetzt Christian 3 von diesen Plättchen bekommt und sich davon eins aussuchen darf. Die Technologieplättchen der Stufe 1 und 2 grundsätzlich bringen immer im weiteren Spielverlauf einen dauerhaften Vorteil, wobei man sie nie nutzen darf in dem Zug, wo man sie bekommt. Christian darf sich jetzt ja, wie gesagt, davon eins aussuchen. Das darf er jetzt aber erst ab seinem nächsten Zug dann nutzen. Genau, das würde man jetzt eigentlich geheim halten. Egal, ich warte, man würde es auslegen, aber die anderen, die ich habe, die würde man geheim halten. Das hier bedeutet, jedes Mal, wenn ich diese Goldgeschichte mache, das heißt... Wenn Christian... Boah, ich kann
Also wenn ich diese Aktion quasi mache, Aber nur mit der Goldtruhe, ne? Wenn du die Minen verbesserst, genau, also deinen Stein weiter nach rechts verschiebst. Dann kriege ich jedes Mal 2 Siegpunkte und genau das gleiche hier nochmal mit der Steingeschichte. Auch dann kriege ich jedes Mal 2 Siegpunkte. Oder die Geschichte jedes Mal, wenn ich ein Plättchen von dem Aktionskran nehme, was mir Siegpunkte einbringt, kriege ich einen Siegpunkt extra. Also wenn Siegpunkte, ich jetzt hier zum Beispiel einen nehme oder da einen nehme, oder da 2 nehme, oder aber wenn es dieser Bereich ist, weil hier sind auch Siegpunkte abgedruckt, das ist zwar der blaue Bereich, aber es zählt trotzdem, dann würde ich jedes Mal einen Siegpunkt extra bekommen. Ich nehme einmal die Geschichte, das heißt, jedes Mal, wenn ich Richtung Goldmine aufwerten gehe, kriege ich 2 Siegpunkte. So, die verbleibenden Plättchen kommen jetzt unter den jeweiligen Stapel zurück und es wird in der Anleitung empfohlen, dass man eigentlich schon mal sein Aktionsplättchen wieder reinschiebt und den Kran weiterdreht, weil man diese Plättchen der Stufe 1 und 2 nicht sofort nutzen kann, sondern erst ab dem nächsten Zug, sodass man praktisch das Aussuchen macht und der nächste Spieler kann praktisch schon überlegen, was er machen möchte. Genau, jetzt drehe ich hier, ist kein freies Feld, okay, muss ich einen weiterdrehen und dann kommt der da rein. Und genau. Michaela ist genau, also wenn dieses besetzte Feld kommt, dreht man immer noch ein weiteres Feld weiter, weil man das Plättchen immer in das erste Feld des roten Bereichs dann zurücklegen muss. Okay, dann bin ich ja wieder dran. Ich würde mir jetzt mal dieses Aktionsplättchen hier nehmen. Da bekomme ich zum einen hier als Belohnung, ich sag, oder als Boni, sage ich mal, weil das hier in dem Aktionskran drin ist, bekomme ich schon mal einen Stein. Also ich drehe meinen Aktionskran auf dem Spielplan, auf meinem eigenen Spielertableau entsprechend einen weiter. Und ich bekomme 2 Punkte, weil der hier schon in dem blauen Bereich ist. So, und hier kann ich jetzt entweder diese Aktion machen. Das heißt, ich kann entweder meine Goldmine verbessern, den Stein einen weiter nach rechts verschieben und bekomme ein Gold, oder ich könnte Gold produzieren. Ich habe jetzt momentan links von meinem Würfel 3 Goldminen, das heißt, es würde mir momentan 3 Gold bringen. Ich mache jetzt aber tatsächlich mal, dass ich hier die untere Aktion mache. Ich möchte nämlich ganz gern eine Mauer bauen. Das ist dieses graue Plättchen hier. So, eine Mauer. Es gibt ja hier 4 Mauerplättchen, die ausliegen. Dieses Plättchen hatte Christian, dieses seltene Plättchen darf ich mir ja nur nehmen, wenn ich das Aktionsplättchen hier weggenommen hätte, wo auch so ein S im Angebot wäre. Kann ich also nicht. Von daher kann ich nur aus den anderen 3 Aktionsplättchen wählen. Und ich muss natürlich auch gucken, was diese Plättchen kosten entsprechend. Und ich würde jetzt mal dieses Plättchen hier nehmen. Die Kosten sind immer hier unten in dem roten Bereich drin. Dieses Plättchen kostet jetzt 2 Steine, das heißt, das muss ich auch bezahlen. Und als Ertrag ist immer das angegeben, was hier in dem grünen Fenster drin ist. Das heißt, in dem Fall bekomme ich jetzt ein Ei. Und dann ist hier oben noch drauf, dann gibt es hier oben auch noch Plättchen, die haben hier dieses Symbol mit der Hungermauer. Das ist dieses hier. Und wenn das Symbol drauf ist, bedeutet das immer, dass ich eine Seitwärtsbewegung auf der Hungermauer bekomme. Das heißt, ich darf jetzt hier meinen Markierungsstein auf der Hungermauer ein Feld in dem Moment nach links verschieben. Das heißt, auf der Hungermauer verschiebt man seine Steine immer nach links. Und auf dem Dom verschiebt man seine Steine immer nach rechts. Und man bekommt Seitwärtsbewegung für die Hungermauer immer durch den Bau von Mauern. Und man bekommt Seitwärtsbewegung auf dem Dom immer durch den Bau von Gebäuden. Wenn da oben dieses Symbol drauf ist, dieses rote Symbol für den Dom, dann dürfte ich genauso hier auf dem Dom einen Schritt, aber dann halt nach rechts dann entsprechend machen. Was es dann noch gibt auf diesem Plättchen, sind so Nachbarschaftsboni, die möglich sind. Das wäre dieses hier. Das zeigen wir euch dann nachher auch nochmal, was es damit auf sich hat. So ein Mauerplättchen legt man jetzt an sein Aktionsrad außen an ein beliebiges Feld. Das muss auch nicht an ein, ich sag mal, anderes Plättchen angrenzen, also an eine andere Mauer. Ich kann das hier jetzt irgendwo außen an mein Aktionsfeld, mein Aktionsplättchen an ein beliebiges Feld anlegen. Ich würde jetzt vielleicht nochmal ganz kurz gucken, ob ich vielleicht noch andere Plättchen haben möchte, die vielleicht einen Eckbonus hier haben möglichen oder Nachbarschaftsbonus. Aber habe ich jetzt nicht, was ich mir damit momentan kaputt machen könnte, sehe ich jedenfalls nicht. Von daher würde ich jetzt das Plättchen dahinlegen. Ich habe einmal hier die Seitwärtsbewegung bei der Hungermauer bekommen, ich habe das Ei bekommen und ich habe die 2 Steine bezahlt. So, dann ist mein Zug schon wieder vorbei. Das heißt, ich drehe den Kran wieder um einen weiter. 2 Fenster habe ich nicht oder mehr als 2 Fenster, von daher muss ich keine Fenster abgeben. Und ich lege das Plättchen hier wieder in das erste Feld im roten Bereich. Dann mache ich mal weiter. Ich mache wie immer das hier. Das hatte ich ja eben schon mal. Das ist wieder diese Steinbruchgeschichte bzw. halt eben ein rotes Gebäude bauen. Hier kriege ich einen Ertrag von 2. Das ist jetzt wichtig, weil ich jetzt hier auf meinem Tableau von der 6 auf die 8 hochgehen kann. Mhm, da ist ja noch alles gut. Genau. So, und dann mache ich halt eben diese Aufwertung von meiner Steinmine, nenne ich es jetzt einfach mal. Das heißt, ich gehe hier einen hin, bekomme jetzt hier ein Produktionsplättchen. Genau, und dann nehme ich mir einmal das. Das wird hier vorne reingelegt, hat erstmal keinen Effekt, weil ich ja nicht produziere. Aber ich kriege
Noch ein Stein. Ein Stein extra, weil das hier so vorgesehen ist. Genau. Entsprechend. So, und jetzt kann ich hier nicht weiter, weil dieser Stein hält quasi mein Rad auf. Das heißt, der muss weg. Ich schiebe das Ding auf die 9. 9 ist auch das höchste der Gefühle. Also mehr als 9 Einheiten sowohl von Stein als auch von Gold kann man nicht haben. Den habe ich quasi jetzt freigeschaltet. Da macht sich so ein goldenes Fenster auf. Das kriege ich dann aus dem allgemeinen Vorrat. Das heißt, man sieht schon, das sind jeweils einmal Boni. Wenn diese Sachen freigeschaltet sind, kommen sie auch weg. Und vielleicht noch mal ganz kurz. Christian hat den ersten Boni hier beim Steinkran freigeschaltet, als er 6 Steine hatte. Wenn Christian jetzt irgendwann mal 6 Gold hat, oh, hier geht es auch nicht weiter, wenn er auf die 6 gehen würde, würde er also diesen Stein da oben freischalten. Hat er ja aber nicht. Ich glaube, du hattest 2, ne? Ich glaube, ja. Ich glaube, du hattest 2 Gold. So. Okay. So, das war die Geschichte. Jetzt wäre ich ja normalerweise fertig, aber jetzt ist es eben so, dass ich ein Silber- und ein Goldfenster habe und die kann ich jetzt beide entsprechend ausgeben, um einen Extrazug zu machen. Genau. Und da ist es jetzt nicht so, dass man quasi, also ich würde jetzt hier einmal wieder so schieben, einmal so. Es ist jetzt nicht so, dass man hier irgendwas davon nimmt, sondern man nimmt einfach die Aktion als solches. Und ich nehme jetzt die Aktion hier, Aufwertung. Entschuldigung, ich habe hier auch gar nicht nachgefüllt. Natürlich wird, wenn man hier ein Plättchen weggenommen hat, wird natürlich auch sofort nachgefüllt. Das habe ich ganz vergessen. Jo, ich mache hier die entsprechende Aufwertungsgeschichte. Das heißt, ich nehme hier einmal das Teil hier. Das wäre einmal, ich sag mal hier, dieses Symbol hier auf dem Plättchen, das Aufwertungssymbol. Genau, und jetzt jedes Mal, wenn ich ja eben Gold produziere oder die Goldmine verbessere, habe ich die Möglichkeit, einen Stein auszugeben, um mir ein silbernes Kirchenfenster zu besorgen. Und was ganz wichtig ist, ich habe hier einen Hut drauf. Das heißt, ich kann hier auf der Karlsleiste auch entsprechend ein nach oben gehen. Genau. So, das packe ich jetzt entsprechend auf mein Tableau drauf. Und zwar auf das entsprechende Feld, was nämlich diese Aktion hat, nämlich hier Goldmine entweder ja verbessern oder produzieren. Da muss die Aufwertung draufgelegt werden. Damit ist die Aktion jetzt praktisch dann verbessert worden. Hier genau, man kann das aber auch drehen, wie man möchte, weil hier zum Beispiel ist ja wieder so ein Effekt drauf, dass man halt eben dieses Symbol nachher kriegt, wenn ein zweites angelegt wird. Das heißt, ich kann das auch frei drehen, wie ich das möchte, auf meinem eigenen Tableau. Wir können ja vielleicht einmal ganz kurz hier mal nur sowas zeigen, damit man vielleicht mal sieht, was sowas bedeutet. Passt das hier schon irgendwie? Wir könnten hier ein, genau, oder so rumdrehen, dass es dahin was. Sagen wir mal so, du hättest dieses Plättchen hier genommen. Christian hätte hier das, die Aufwertung für den Königsweg schon mal irgendwann genommen und nimmt sich jetzt hier die Aufwertung für die eigentlichen Aufwertungen. Wenn er das jetzt hier so anlegt, dann legt er 2 Eckboni-Felder aneinander. Und immer wenn man das macht, darf man sich in entsprechender Farbe hier so ein Plättchen nehmen. Und die sind am Spielende nachher eventuell auch noch Siegpunkte wert. Würde Christian es sogar hinkriegen, dass er jetzt mit der Mauer hier noch ein weiteres Plättchen dran legt, dann hätte er den Kreis vervollständigt, dann würde er in dem Moment nochmal 2 zusätzliche, hältst du einmal ganz kurz fest, dann würde er in dem Moment sogar nochmal 2 Plättchen der entsprechenden Farbe bekommen. Das sind diese Eckboni, das kann man einmal mit den blauen Plättchen machen, die gibt es hier auf den Gebäuden, was Christian schon sagte, wenn man das hier irgendwo anlegt. Oder bekommt man ein blaues Plättchen, wenn jetzt hier sogar der Kreis noch vervollständigt wird, dann würde man in dem Moment sogar 2 von diesen blauen Plättchen dann bekommen. Das sind so die Eckboni-Plättchen. Und dann hätten wir vielleicht noch mal einmal ganz kurz den Nachbarschaftsbonus bei dir auch gleich einmal erklären können, wo du es schon so schön hier hattest. Es gibt nämlich hier auch noch so Plättchen, die haben hier so einen Nachbarschaftsbonus an der Ecke drauf, so nennt man das. Hier ist jetzt so ein Silberfenster drauf. Sagen wir es mal, Christian hätte dieses Plättchen genommen und hätte das hier so angelegt. Und dann kauft Christian sich als nächstes vielleicht dieses Mauerplättchen, das hat hier auch so einen Nachbarschaftsbonus. Um diesen Nachbarschaftsbonus, ich muss hier mal ganz kurz meine Hand leer machen, um diesen Nachbarschaftsbonus bekommen zu müssen, müssen 2 von diesen Feldern aneinander gelegt werden. Das heißt, ein Feld bringt nichts. Hätte Christian jetzt hier so ein Plättchen angelegt, wäre auf dem hier ein Nachbarschaftsbonus drauf, auf dieser Seite nicht, das würde nichts bringen, sondern immer nur 2 Benachbarte, dann wird der Nachbarschaftsbonus ausgelöst und dann bekommt man das, was auf beiden Seiten drauf ist. Das heißt, in dem Fall würde Christian jetzt einmal ein Silberfenster bekommen und 3 Siegpunkte. Das ist der jeweilige Nachbarschaftsbonus. So, den nehmen wir immer wieder dahin, das ist deins und das Plättchen hattest du dann ja auch nicht. So, und ich glaube, das Rad hattest du ja schon weitergedreht, ne? Okay, dann bin ich ja schon wieder dran. Genau, jetzt hat Christian eine Zusatzaktion gemacht und wie wir ja schon gesagt haben, maximal eine Zusatzaktion kann man pro Zug machen. So, ich suche mir jetzt mal dieses Plättchen hier aus. Das ist ja schon im grünen Bereich, das heißt, ich habe keine Zusatzkosten, aber auch keinen Zusatzertrag wie Siegpunkte. Und ich kann jetzt hier entweder den Spezialeffekt machen, das heißt, ich kann mir so eine Aufwertung, so ein Spezialplättchen oder Seltenheitsplättchen nehmen oder einen Siegpunkt. Ich möchte aber gerne hier diese Aktion Aufwerten nutzen, das heißt, ich möchte aufwerten und ich möchte mir so ein Seltenheitsplättchen nehmen dürfen. Das ist ja die einzige Möglichkeit, wenn man am Aktionsrad, an dem
Platz, wo man das Plättchen wegnimmt, dieses S hat, wo man dann diese Plättchen auch bekommen kann für das jeweilige Sechseckfeld, was man sich in dem Moment nehmen darf. So, das heißt, ich nehme mir das hier und das lege ich jetzt auf das entsprechende Feld auf mein Rad. Das heißt, ich verbessere jetzt, wenn ich entweder Steine produziere oder meine Steinmine verbessere, muss ich hier auf das entsprechende Feld auf mein Aktionsrad draufsetzen. Und hier ist jetzt so ein Eckbonus in Rot drauf. Und den lege ich doch jetzt mal so dahin. So, und dann bin ich schon wieder fertig, weil ich habe noch keinen. Man muss nämlich jetzt immer eigentlich drauf gucken, habe ich die Aktion vielleicht schon aufgewertet? Bekomme ich da vielleicht noch einen Bonus? Ich habe aber die Aktion Aufwertung noch gar nicht aufgewertet, von daher kann ich dafür keinen Bonus bekommen. Dann drehe ich das wieder einmal weiter und platziere das hier entsprechend wieder im Aktionskran. Und Christian ist dran. Jo, ich nehme den hier, das heißt, ich nehme einmal nicht das S, sondern die zwei Siegpunkte. Und weil dieses schon hier so weit Nochmal vorgegangen ist, zwei nochmal zwei Siegpunkte. extra, richtig, genau. Und ich mache jetzt die Geschichte Mauer bauen. Das heißt, ich nehme Ich mir habe hier schon wieder nicht einmal, nachgefüllt, Entschuldigung. gut, ich nehme einmal diese Geschichte hier. Geh mal Die her, ich halte kostet die mal jetzt hoch. entsprechend drei Steine, die habe ich ja. Bezahle ich einmal. Brauche ich hier mal ein bisschen Platz bei meiner Geschichte hier. Und dann bekommt Christian als Ertrag, einmal ist hier eine Goldtruhe drauf, das heißt, er darf einmal seine Mine, seine Goldmine verbessern, das heißt, er darf einmal bei der Mine seinen Würfel um ein Feld nach rechts verschieben. Genau, das mache ich einmal so. Und jetzt ist es ja so, ich habe ja hier aufgewertet. Immer wenn ich diese Aufwertung mache, habe ich die Möglichkeit, einen Stein in ein Fenster umzuwandeln. Das mache ich. Das heißt, ich gebe einen Stein ab. Oh, kriege ein Fenster. Dankeschön. Und ich habe ja noch hier diese Sondergeschichte. Immer wenn ich halt eben die Mine aufwerte, kriege ich zwei Siegpunkte. Das heißt, ich komme da nochmal zwei vorwärts. Genau. Und dann hat Christian hier noch diese Möglichkeit, dass er bei dem Hunger, bei der Hungermauer, dass er da einen Schritt nach links machen kann. Und er hat hier noch einen Eckbonus drauf. Von daher ist es vielleicht ganz interessant, wie Christian das ist. Plättchen, die Mauern müssen ja außerhalb des Aktionsrades platziert werden, an einem beliebigen Platz. Ich nehme mal hier mein Dings raus. Dann kann ich auch mal ein bisschen runterrutschen, dass du da ein bisschen mehr Platz. Ich lege mal meine Spielanleitung an die Seite, meine Kurzhilfe. Und, war es das bei dir? Zusatz zu kannst du ja nicht machen, Farbe ne? fertig, richtig, Du genau. hast fertig. Okay. Sehr schön. Genau, hier wird nochmal einmal wieder die Mauer nachgefüllt. Und dann würde ich einfach mal dieses hier machen. Ich bekomme einmal als Bonus vom Rad ein Gold. Ich bekomme hier zwei Siegpunkte und ich möchte wieder die Aktion Aufwerten machen. Ich darf jetzt nicht das Sonderplättchen hier nehmen, weil das S hier nicht mehr drauf ist auf meinem Bonusfeld. Und ich würde mir jetzt ganz gerne mal, und ich sehe, Entschuldigung, ich habe hier vergessen, als ich dieses Plättchen mir genommen habe, hätte ich natürlich, weil da ein Hut drauf ist, einen Schritt auf meiner Karls-Universitätsleiste nach oben gehen dürfen. Das hole ich jetzt nochmal damit nach. Und ich nehme jetzt dieses Plättchen hier, das heißt, ich möchte wenn ich auf dem Königsweg voranschreiten, diese Aktion aufwerten. Und da muss ich jetzt auch gucken, wie ich das platziere. Auch hier ist wieder ein Hut drauf. Diesmal vergesse ich es nicht. Das heißt, ich darf wieder einen Schritt nach oben machen auf der entsprechenden Leiste. Und jetzt platziere ich das hier so. Und damit habe ich jetzt diese beiden Symbole aneinander gelegt. Und damit bekomme ich jetzt eins von diesen Plättchen. Man sieht nachher vielleicht schon hier, ich nehme das einmal ganz kurz hoch. Hier am Dom bekommt man nachher Punkte für diese roten Plättchen. Hier an der Hungersmauer für die blauen Plättchen. Und zwar nachher abhängig davon, in welcher Spalte der eigene Würfel steht. Sagen wir jetzt mal so, ich wäre schon hier in der Viererspalte, also in dieser letzten Spalte, dann würde ich pro roten Würfel sei es schon, pro roter Scheibe am Spielende 4 Punkte bekommen. Hier pro Scheibe 3, da pro Scheibe 2, da pro Scheibe 1. Und das Gleiche gibt es dann letztendlich auch bei der Hungersmauer, je nachdem, wo man steht. Bei mir wäre es jetzt so, ich würde hier stehen, hier wäre jetzt immerhin schon jede blaue Scheibe schon mal ein Siegpunkt am Spielende dann wert. Aber hier sind wir ja beide noch nicht vorangeschritten. Von daher stelle ich das mal wieder dorthin. Von daher, man sieht schon, man muss immer ganz schön aufpassen. Christian hat ja gerade eben durch seine Aktion auch schon ordentlich Boni-Aktion, sag ich jetzt mal, ausgelöst. Da muss man echt nachher im weiteren Spielverlauf immer darauf aufpassen, dass man nichts vergisst. Hier hat man ja auch schon gesehen, hier habe ich mir gerade eben vergessen, diesen einen Hut zu nehmen, sprich eine hier auf der Leiste hochzugehen. Wobei, das kann man bei den Hüten eigentlich mal ganz gut nachvollziehen. Was auch noch zu sagen ist, diese Aufwertung könnt ihr auch beliebig häufig aufwerten. Das heißt, ihr könnt die gleiche Aufwertung, die ihr schon gemacht habt, auch nochmal wieder erneut aufwerten. Wobei das dann nicht addiert wird, sondern jeweils das zu oberst liegende Plättchen dann zählt. Und hier füllen wir jetzt mal ganz schnell wieder auf, bevor ich das wieder vergesse. Und dann ist Christian schon wieder dran. Man muss das Rad noch Ach, drehen. Entschuldigung, ja natürlich, ich muss das Rad nochmal einmal drehen. Dann platziere ich das Plättchen hier wieder auf dem ersten Feld im roten Bereich. Und dann darfst jetzt aber du.
Und vielleicht auch noch mal ganz kurz, während Christian überlegt, oh, ich sehe hier gerade, von meinem Zeigen hatte ich ja hier schon mal einen hochgerückten Buch, habe ich ja aber noch gar nicht, von da gehe ich dann mal wieder runter. Christian hatte ja schon dadurch, dass er die erste Stufe hier bei der Technologieleiste erreicht hat, schon sich drei Plättchen hier vom ersten Stapel nehmen dürfen. Da gibt es natürlich noch weitere Etappen. Hier zum Beispiel im nächsten Schritt dürfte man sich drei Plättchen von diesem Stapel hier nehmen. Auch die bringen wieder dann einen Effekt für die weiteren Runden, darf man aber nicht in der Runde nutzen, wo man das Plättchen nimmt. Und nachher oben bei, ich sag mal, Stufe 4 und Stufe 6 dürfte man sich nachher hier jeweils drei Plättchen vom Dreierstapel oder vom Viererstapel nachher nehmen, je nachdem, wo man dann steht, und dürfte sich davon eins aussuchen. Und diese Plättchen bringen immer jeweils einen Soforteffekt, den man dann entweder sofort oder später in den weiteren Runden dann nutzen kann. Aber ich bin ja noch ganz unten, von daher setze ich mich wieder mal zurück, wo ich hingehöre, denn ich hatte ja noch kein Buch. Gut, dann mache ich weiter. Ich nehme einmal diese Geschichte. Das heißt, ich bekomme einmal ein Silberfenster, bitte. Dankeschön. So, ich mache diese Aufwertungsgeschichte. Das heißt, das hier, das Erste, was ich machen kann, ist, ich kann Stein abgeben für ein Fenster. Dankeschön. Dann mache ich eine Aufwertung. Das heißt, ich kriege zwei Siegpunkte. Und dann gehe ich hier ein nach vorne. Da spiele ich jetzt wieder so ein nächstes von diesen Zusatzteilen ab. Das heißt, ich nehme mir den, packe den hier rein. Wenn ich das mache, kriege ich ja auch immer ein Gold. Das packen wir dann dahin. Und dann ist es jetzt so, ich gebe mal die zwei ab und rutsche hier auf der Leiste ein in die Richtung. Und man sieht hier, ist aufgestanden drei Siegpunkte. Das heißt, ich komme da drauf und kriege entsprechend sofort drei Siegpunkte. Genau, das hat man hier auf seiner Spielübersicht auch drauf. Wie kommt man hier letztendlich auf den beiden Bauwerken eine Stufe höher oder ich sag mal überhaupt höher beim Dom und auch bei der Hungersmauer? Man kann immer gegen Abgabe von zwei Silberfenster davon immer einen Schritt nach oben machen. Wenn man nachher aber über Stufen hinweg kommt, das sieht man jetzt hier ein bisschen schlecht, ich kann ja mal ganz kurz den Dom hier so ein bisschen schräg reinhalten. Also wenn ich nachher hier auf dieser Ebene schon bin, also auf der zweiten, also auf der ersten Stufe, aber in der zweiten Reihe und dann aber auf die zweite Stufe kommen möchte, wenn ich eine Stufe höher kommen möchte, sind hier noch Zusatzkosten aufgedruckt. Das heißt, hier von Stufe 1 zu Stufe 2, also hier oben auf die nächste Ebene zu kommen, muss ich ein Gold und einen Stein abgeben. Möchte ich nachher hier von Stufe oder von der Ebene 2 in die Ebene 3 hier oben ganz oben hinkommen, müsste ich dafür sogar noch ein Gold und zwei Steine abgeben. Also da gibt es nachher noch Zusatzkosten, wenn man hier jetzt endlich die Ebenen hochwandern möchte. Das ist bei der Hungersmauer genauso. Ich glaube, da sind es auch genau die gleichen Kosten dann letztendlich. Ja, das war dann mein Zug, das heißt, hier wird wieder geschoben und Michaela ist dran. So, was wir dann ja noch gar nicht euch gezeigt haben, ist, wie man hier ein Gebäude baut. Wir haben ja schon eine Mauer gebaut, wir haben schon eine Aufwertung gemacht, wir sind schon hier auf dem Königsweg mal einen Schritt vorangegangen. Und wir haben auch schon, Christian, der die Mine schon ausreichend benutzt und den Steinbruch, hattest du den, glaube ich, auch schon? Ich glaube, den hattest du auch schon benutzt, den Steinbruch. Ne? Von daher würde ich euch jetzt mal zeigen, wie man ein Gebäude baut. Ich nehme jetzt mal dieses Plättchen hier. Da bekomme ich erstmal einen Bonus vom Rad. Das sind erstmal zwei Gold. Das heißt, die trage ich hier einmal ab. Und dann nutze ich hier dieses Rote. Das heißt, ich möchte ein Gebäude bauen. Hier ist kein S als Bonus auf meiner Radposition, von daher darf ich nicht dieses Sonderplättchen hier bauen, sondern ist jetzt einfach mal so, sondern ich kann mir eins von diesen drei Plättchen bauen. Und da würde ich jetzt tatsächlich mal dieses Plättchen hier bauen. Das kostet mich jetzt drei Gold, das heißt, ich muss einmal drei Gold hier abgeben. Das heißt, ich drehe es einmal auf die 1 zurück. Bringt mir als Ertrag, dass ich meine Steinmine einmal verbessern darf. Das heißt, ich kann hier einmal einen weitergehen. Da muss ich jetzt wieder gucken, immer wenn ich meine Steinmine verbessere, habe ich hier schon eine Aufwertung. Das heißt, ich bekomme einmal einen Stein und ich bekomme einen Siegpunkt. Habe ich sonst irgendwo noch was? Ich ja, glaube nicht. Ja, das Ding da freigeschaltet. Ah, danke schön. Genau, ich bin hier auf meiner Steinminenleiste da, dass ich bei dem Punkt, dass ich mir ein Produktionsplättchen nehmen darf. Wieso gibst du mir das? Weil ich das immer nehme. Ja. Also ich darf mir ein beliebiges dieser Produktionsplättchen nehmen. Hier in dem Fall wären es zwei Siegpunkte. Immer wenn ich künftig Steine produzieren würde, würde ich auch zwei Siegpunkte bekommen. Und das Produktionsplättchen, man hat hier pro Leiste die Möglichkeit, ein Produktionsplättchen zu bekommen, legt man dann auch immer in die Reihe, wo man dann, ich sag mal, diesen Vorteil bekommen hat. Das heißt, ich jetzt gerade bei Steinen. So, als weiteres habe ich jetzt dieses rote Domsymbol hier oben drauf. Das heißt, ich darf jetzt beim Dom einen Schritt nach rechts mich bewegen. Und ich habe jetzt hier ein Feld drauf, wo ich einen Markierungswürfel draufsetzen darf. Es gibt nämlich jetzt unterschiedliche Möglichkeiten, wie Gebäude gewertet werden. Dieses Gebäude darf ich jetzt auf ein beliebiges Feld setzen. Und zwar haben wir hier einmal den Altstadtbereich.
Der ist ein bisschen teurer. Also beliebiges Feld nicht ganz, weil es sind hier im Prinzip diese, ich sag mal, orangenen Felder, wo wir sie drauflegen dürfen. Wir dürfen sie hier nicht auf bereits bebaut. Das wird zum Spielanleitung. Diese roten Dächer oder diese blauen Dächer, die sind halt schon bebaut. Aber man kann sich das eigentlich besser merken, wenn man sagt, auf die orangenen Felder, sowohl im Altstadtbereich als auch in der Neustadt, hier unten in die orangenen Felder, da darf man die Gebäude platzieren. Und wie Christian ja auch sagte, in beliebiger Ausrichtung. Möchte ich jetzt hier oben ein Gebäude platzieren, kommen noch Zusatzkosten auf mich zu. Hier zum Beispiel ein Geld oder hier zwei Geld. Aber man bekommt dann auch noch zusätzliche Siegpunkte. Hier zum Beispiel drei Siegpunkte, hier ein Siegpunkt. In der Neustadt gibt es keine zusätzlichen Kosten, aber auch keine zusätzlichen Belohnungen, wenn ich da ein Gebäude platziere. So, jetzt würde ich einfach mal ganz kurz gucken, habe ich überhaupt noch Geld? Ich habe noch ein Geld. Von daher würde ich jetzt einfach spaßeshalber mal dieses Gebäude hier hinsetzen. Das heißt, ich muss noch mal ein Geld bezahlen. Das heißt, ich bin hier auf Null. Und ich bekomme einen Siegpunkt. Und hier ist jetzt egal, wie ich das Gebäude ausrichte. Hätte ich jetzt noch so ein blaues Symbol hier oben dran, dann wäre es natürlich interessant, weil ich damit ja wieder so einen Kreis hier versuche zu vervollständigen. Und in dem Moment hätte ich jetzt ja dann hier so einen Bonusmarker dann bekommen, weil ich hier einen Drittelkreis an einen anderen Drittelkreis angelegt hätte. Das habe ich jetzt aber nicht. Von daher ist es jetzt egal, wie ich das jetzt hier ausrichte. So, jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Gebäude gewertet werden, wenn man sie platziert. Es gibt hier einmal Gebäude, die haben hier keinen Platz drauf für so einen Markierungsstein, was man hier sieht. Hier kann man Markierungsstein draufsetzen, hier nicht. Wenn ich so ein Gebäude platziere hier, ohne dieses Markierungssymbol, hier würde ich jetzt drei Geld für bezahlen, würde als Ertrag meine Steinmine einmal aufwerten dürfen, würde zwei Siegpunkte bekommen. Und hätte hier oben sogar noch so einen Eckbonus, so einen möglichen Eckbonus, den ich ja wieder durchs Anlegen bekommen könnte. Tun wir jetzt einfach mal so, als hätte ich dieses Gebäude hier platzieren können, hätte zwei Geld abgegeben, drei Siegpunkte bekommen, hätte noch so einen blauen Marker hier bekommen, weil ich hier so einen Kreis angelegt habe. Da jetzt hier kein Markierungsstein draufgelegt werden kann, wird in dem Moment, wo ich das Gebäude anlege, geguckt, wie viele Gebäude liegen an dem Marktplatz an? Jedes Gebäude kann immer nur an einem Marktplatz genau anliegen. Hier liegen jetzt in dem Moment, wo ich dieses Gebäude platziere, drei Gebäude dran. Das heißt, ich würde entsprechend der Anzahl Siegpunkte bekommen, in dem Moment also drei Punkte. Das heißt, man schaut immer, wenn man ein Gebäude ohne Markierungsstein platzieren kann, guckt man immer, wie viele Gebäude sind nach Platzierung dieses Gebäudes um den Marktstand herum und dementsprechend bekommt man Siegpunkte. So, dann können wir vielleicht nochmal den einmal auswerten. Sagen wir jetzt mal so, Christian hätte vielleicht im nächsten Spielzug, ja, Gleichstand wollen wir ja eigentlich gar nicht, sagen wir mal, Christian hätte im nächsten Zug dieses Gebäude platzieren können, hätte ein Geld bezahlt, zwei Siegpunkte bekommen und hier natürlich auch für das Gebäude zwei Geld und zwei Steine bezahlt, hätte als Ertrag seine Steinmine aufgewertet, hätte auf dem Dom einen Schritt nach rechts machen dürfen, hätte hier sogar noch eine blaue Ecke. Die kann er jetzt hier aber nirgendwo unterbringen, aber er möchte hier unbedingt hin. So, dann kommt dann noch ein Markierungsstein von ihm drauf. Und in dem Moment, wenn ein Marktstand vollständig umschlossen ist von Gebäuden, schaut man, dieses hier übrigens gehört keinem, weil das zu Spielbeginn hier bei zwei Personen einfach draufgelegt werden musste. Also in dem Moment, wo der Marktstand vollständig von Gebäuden umschlossen wird, schaut man, ob es Gebäude mit Markierungsstein gibt. Denn diese Spieler mit Markierungsstein haben jetzt Anrecht auf den Marktstand. Dieser Marktstand bringt auch nochmal Erträge. Oben hier sieht man ein Buch und ein Hut. Das heißt, man würde hier auf der Technologieleiste einen Schritt vorkommen und auf der Hutleiste einen Schritt vorkommen und in dem Moment vielleicht noch einen Ertrag auslösen, dass man hier Technologieplättchen dann vielleicht bekommt. Und im unteren Bereich vier Siegpunkte. So, wäre jetzt hier nur ich drauf gewesen, sagen wir jetzt mal so, es wäre so gewesen, ich hätte die beiden Plättchen, man schaut immer, wer die Mehrheit hat. In dem Fall hätte ich jetzt zwei Würfel, das heißt, ich hätte eindeutig die Mehrheit. Dann hätte ich Anspruch auf diesen Marktstand und würde sowohl die obere als auch die untere Belohnung bekommen. Bei Gleichstand, wie wir das jetzt hier haben, würde man gucken, wer hat mehr bezahlt. Ich habe hier drei Gold bezahlt, also in Summe drei Ressourcen. Christian hat zwei Gold und zwei Steine bezahlt, also in Summe vier Ressourcen. Das heißt, Christian hätte mehr bezahlt. Das heißt, Christian würde beide Erträge bekommen und ich müsste mir einen der beiden Erträge aussuchen. Also so gibt es auch noch so ein kleines Wettrennen, ich sag mal, um die Marktstände, um die zum Schließen. Und da muss man halt immer gucken, entweder man wertet das sofort, entsprechende Anzahl der Gebäude, wenn man keinen Markierungsstein drauf platzieren kann, oder es wird halt erst gewertet, wenn der Marktstand vollständig umschlossen ist. Das ist nochmal so zu den Gebäuden sozusagen. Hier würde natürlich entsprechend aufgefüllt werden.
Gut, aber jetzt wäre ja erstmal noch Ende von meinem Zug. Das heißt, ich würde jetzt ja hier nochmal drehen. Wir machen das nochmal so. Ich drehe es nochmal ganz kurz zurück so ein bisschen. Das heißt, ich würde jetzt eigentlich drehen und jetzt, hups. Okay, Vorführeffekt. Eigentlich fällt dieser Stein jetzt hier, hier ist ein Loch in so eine Auskerbung rein und dann kann man nicht weiterdrehen. Das sieht man hier auch, ist auch hier letztendlich dargestellt. Ich würde jetzt hier mein Aktionsplättchen oben wieder reinsetzen. Und das bedeutet jetzt, wenn der Stein in diese Markierung oder da reinfällt, dass man diesen Würfel auf dieser Leiste um ein Feld weiter nach links verschiebt. Und so kommt man dem Spielende letztendlich immer näher. Und es ist im Drei- und Vier-Personen-Spiel so, sobald dieser Würfel auf dieses Feld kommt mit dieser gelben Linie, dann werden diese Gebäude ausgewechselt. Das heißt, man räumt alle Gebäude der Stufe 1 ab und legt die Gebäude der Stufe 2 neu aus. Im Zwei-Personen-Spiel ist es noch nicht ganz so. Im Zwei-Personen-Spiel kommt dieser Effekt erst ein paar Züge weiter. Das heißt, es würden erst noch die Gebäude der Stufe 1 ausliegen bleiben. Wir würden jetzt ganz normal weiterdrehen, unsere Züge machen. Also man kann den Würfel dann auch anheben, bis der nächste Spieler dran ist, den hier oben drauflegen und dann nachher wieder in seine Vertiefung reinlegen. Und erst wenn wir unsere Züge gemacht haben im Zwei-Personen-Spiel und der Pfeil hier auf diese gelbe Linie zeigt, erst dann im Zwei-Personen-Spiel erfolgt dieser Austausch dieser Plättchen. Das heißt, dann kommen Gebäudeplättchen der Stufe 1 weg und wir würden hier Gebäudeplättchen der Stufe 2 auslegen. So, dann können wir vielleicht noch mal einmal ganz kurz hier zeigen, was für ein Effekt, das kannst du ja vielleicht noch mal zeigen, wenn du mit deiner Figur, sagen wir mal so, du bist da. Und Christian nimmt sich jetzt mal, wir haben das jetzt hier alles ein bisschen verdreht, er hätte sich jetzt dieses Plättchen hier genommen, irgendwann mal oder jetzt gerade eben. Das würde ja so niemals aussehen. Übrigens, wenn hier ein Plättchen hier oben liegt und wir hätten jetzt diesen Fünfer und dieses Rad, es würde dazu kommen, dass dieses Plättchen, was eigentlich 5 Siegpunkte bringt, aus diesem blauen Bereich herausgedreht werden würde, dann würde man das nehmen. Dafür ist nämlich dieser winzig kleine 5-Punkte-Siegmarker und dann würde man den in das erste freie Feld im grünen Bereich legen und dieses Plättchen wäre weiterhin 5 Siegpunkte. Ja, wert. Dafür ist dieser kleine, winzig kleine 5-Punkte-Siegmarker da. So, sagen wir jetzt mal, Christian wäre da und möchte eine Königsweg-Aktion machen. Das heißt, er würde jetzt hier von der dritten Position ganz gerne zur vierten vorrücken wollen. Da Genau. brauchst du erstmal Eier. Ich gebe dir mal Eier. Nur zwei Eier oder ein Ich Ei gebe oder dir mal so. zwei Eier. Das heißt, aufgrund der Aktion Weg würde ich halt eben hier hinspringen und jetzt ist es so, ich müsste sofort ein Ei abgeben. Hast ja ein Ei auf jeden Fall Genau, und gehabt. dann darf ich halt eben die obersten drei mir anschauen und mir einen davon nehmen. Und dann bekomme ich einmal den Ertrag, der dort abgebildet ist. Das sieht man halt eben Sofortertrag. Hier zum Beispiel ein goldenes Fenster und zwei Geld. Hier würde ich halt eben einen roten auf der, Also eine genau, Seitwärtsbewegung auf Domgeschichte dem Dom machen. machen. Hier würde ich zwei von diesen Markern bekommen, wie auch immer. Und hier noch ein Silberfenster und 2 Siegpunkte letztendlich. Und ich würde jetzt zum Beispiel dieses hier nehmen und dann kann ich das hier drauflegen. Und das, was ich überdecke, kriege ich wieder als Ertrag. Das heißt, ich könnte es zum Beispiel hier hinlegen, da würde ich 2 Siegpunkte bekommen und einmal würde ich den Stein, die Steinmine quasi verbessern um einen. Und dann würde ich wieder gucken, habe ich hier eine Verbesserung? Nö, habe ich Oder hast du nicht. irgendwo sonst was hier noch von irgendwelchen Genau, Plättchen? habe ich nicht. Von daher nein. Also das, was ich dann hier draufgelegt habe, kriege ich als Ertrag. Die nicht genutzten kommen hier drunter. Und das nächste Mal, wenn ich dran bin und ich würde das wieder machen, würde ich hier stehen bleiben, würde aber die Nummer 5 machen. Das heißt, ich müsste wieder ein Ei abgeben, nehme mir hier die 3 und suche mir wieder was raus. Und hier ist es jetzt so, das sind Spielende-Bedingungen. Also hier oben zum Beispiel würde ich sofort 3 Siegpunkte bekommen. Und dann wird geschaut, wo stehe ich am Spielende auf der Leiste von der Steinmine. Und je nachdem, wo ich stehe, so viele Siegpunkte bekomme ich. Oder am Spielende würde geschaut werden, wie viele Mauern habe ich. Die Mauern multipliziert mit 2 wären auch entsprechend Siegpunkte. Oder hier, wie viel von diesen Aufwertungsplättchen habe ich. Mal 3 wären entsprechend Siegpunkte. Also ich würde jetzt zum Beispiel den nehmen, würde das wieder irgendwo drauflegen. Das, wo ich es drauflege, was da abgedeckt ist, kriege ich wieder als Ertrag. Und dann nehme ich meine Spielfigur, packe die oben drauf. Hier würde ich halt eben jetzt sofort 3 Siegpunkte bekommen und den Rest eben erst bei Spielende. Die nicht genutzten werden ganz normal wieder hier hingelegt. Genau, und da Christian jetzt hier die letzte Stufe von der Karlsbrücke dann erreicht hätte, dürfte er die Aktion Königsweg belaufen auch gar nicht mehr nutzen, weil er schon am Ende vom Königsweg angekommen ist letztendlich. Man sieht hier ja schon, hier passen maximal 5 Planken drauf. Das heißt, wenn die Brücke vollständig belegt ist, ist sie letztendlich belegt. Also wenn man dann noch hierher kommt, kann man sich schon noch so ein Plättchen nehmen, aber man bekommt halt das nicht mehr, was abgedeckt werden kann. Im Zwei-Personen-Spiel hat man das Problem natürlich gar Nein. nicht.
Dann können wir noch mal einmal ganz kurz gucken. Es gibt hier auch noch die Möglichkeit, Siegel zu bekommen. Wie bekommt man Siegel? Wenn man am Ende seiner Steinminenleiste angekommen ist, hat man hier so ein Siegelsymbol. Das heißt, ich kann in dem Moment oder später mir hier ein Siegel aussuchen, aber auch nur ein freies, denn jedes Siegel kann maximal von einem Spieler genutzt werden und auch das sind wieder Siegendbedingungen, die man dann bekommen kann. Das gleiche gilt hier für die Goldmine. Wenn ich da ganz hinten angekommen bin, habe ich auch wieder ein Anrecht auf ein Siegel. Also ich kann maximal zwei Siegel im Spiel bekommen, sofern sie dann noch frei sind. Und ich kann dann entweder sofort oder später, man lässt die Markierungswürfel hier so lange liegen, hat man das Siegel genutzt, nimmt man diesen Markierungswürfel und legt es halt auf ein noch freies Siegel dann letztendlich aus. Gegebenenfalls muss man Kosten bezahlen. Hier vorne zwei Silberfenster, dort auch und dort ein Silberfenster. Hier sind keine Zusatzkosten dann vorhanden. Und vielleicht hier nochmal beim Dom. Also man sieht ja schon, je nachdem wie man voranschreitet, kann man vielleicht noch Siegpunkte bekommen. Oder hier gibt es auch noch Pfeile nach oben. Wenn Christian auf dieses Feld kommt mit dem Pfeil nach oben, dürfte er sofort einen weiteren Schritt nach oben bekommen. Müsste aber die Kosten für diese Stufe, hatte ich ja vorhin schon gesagt, wenn man auf die nächste Ebene will, muss man hier einen Stein und ein Gold abgeben können. Kann er das nicht, bleibt er da stehen und der Pfeil zählt nicht mehr für ihn. Und wenn man hier oben angekommen wäre, auf der obersten Ebene, dürfte man sich diese drei Plättchen hier nehmen und die angucken und sich davon eins aussuchen. Und das sind halt dann auch wieder Siegendebedingungen. Hier zum Beispiel hier drei Siegpunkte sofort. Man schaut, wo steht man auf der Karls-Universitätsleiste, auf welcher Stufe. Dafür würde man entsprechend Siegpunkte bekommen. Also da gibt es nochmal andere Siegpunktplättchen dann, die man hier beim Dom noch bekommen kann. So, und jetzt vielleicht nochmal ganz kurz, wie kommt es dann zum Spielende? Wir würden also ganz normal unsere Plättchen hier einsortieren, das Rad würde sich weiter drehen, dann würde der Würfel hier zu dem gegebenen Zeitpunkt wieder in das Loch fallen. Immer wenn der Würfel in das Loch fällt, verschiebt man hier diesen Würfel entsprechend ein Feld weiter. Und jetzt kann man schon sehen, jetzt wird praktisch das Spielende eingeläutet. Jetzt ist es ganz schön. Sobald ihr den Spielwürfel wieder anhebt und der Startspieler ist wieder dran, könnt ihr anhand dieser Tabelle dann sehen, wie viele Züge die Spieler letztendlich noch haben. Also sagen wir jetzt mal so, wir hätten die Runde zu Ende gespielt. Christian war Startspieler, Christian ist wieder dran. Dann sieht man hier, ab dem Zeitpunkt hat der Startspieler beim Zwei-Personen-Spiel noch genau 5 Züge und der zweite Spieler noch genau 6 Züge. Im Drei-Personen-Spiel hätte der Startspieler noch 3 Züge und der zweite und dritte Spieler jeweils noch 4 Züge, sodass dieses Rad praktisch auch die Spielzüge zählt. So, dann würde man den Würfel wieder reinsetzen, sobald es aus der Mulde raus ist, dann dreht man wieder. Und wenn er dann das nächste Mal wieder in diese Mulde reinfällt, dann müsste dieser Würfel wieder bewegt werden auf die Sanduhr und dann wäre das Spielende. Ja, und so kann man im Spielverlauf hier zum Beispiel verschiedene Aufwertungen bekommen. Sagen wir es mal so, ich hätte den Maueraufbau hier irgendwann aufgewertet und ich würde jetzt vielleicht eine Mauer bauen. Dann würde ich halt schauen, habe ich eine Aufwertung und immer wenn ich die Aktion Mauerbau mache, dieses hier, dann dürfte ich mir zum Beispiel zusätzlich einen Siegpunkt nehmen. Hier, wenn ich momentan auf dem Königsweg weiter voranschreiten würde, dürfte ich zum Beispiel einen Stein in zwei Geld umtauschen. Das heißt, man muss immer gucken, wenn man eine Aktion macht, habe ich die schon aufgewertet und bekomme ich da vielleicht was Zusätzliches? Oder wie Christian, habe ich vielleicht schon Technologieplättchen bekommen, die mir in dem Moment dann auch Vorteile bringen? Hier zum Beispiel Technologieplättchen der Stufe 2. Immer wenn ich ein Ei bekomme, bekomme ich auch einen Siegpunkt und einen Stein. Oder hier, immer wenn ich ein Gebäude ohne dieses rote Domsymbol baue, bekomme ich einen Siegpunkt und ein Geld. Oder immer wenn ich so ein rotes Plättchen bekomme, allerdings nur einmal pro Zug, bekomme ich einen Siegpunkt und ein Geld. Da gibt es halt jetzt verschiedene Sachen und da muss man im Spielverlauf wirklich aufpassen, dass man sich dann auch wirklich immer alles nimmt, was man an Boni dann letztendlich dann ausliegen hat. Und ich würde mal sagen, wir tun jetzt natürlich so, wir haben ja gesagt, wir hätten eigentlich die Gebäude natürlich zwischendurch hier schon auswechseln müssen. Wir simulieren jetzt einfach mal eine Spielendsituation. Wir nehmen uns hier vielleicht einfach nochmal Stufe 2 Gebäude, wir simulieren nochmal eine Endsituation und machen dann gleich nochmal mit euch eine Abrechnung. So, wir haben jetzt einfach hier für eine Endsituation mal was simuliert. Das wird jetzt nicht hinkommen. Ich habe mir jetzt hier einfach mal Bonusplättchen genommen. Das wird nicht hinkommen von den Sachen, wo ich hier auch, ich sag mal, mir Plättchen hätte nehmen dürfen. Aber es geht jetzt einfach nur darum, dass ihr seht, wofür man am Spielende Siegpunkte kriegt. Das gleiche ist hier. Wir haben uns einfach jetzt hier mal auf eine Stufe gestellt, auf den beiden, einmal auf der Hungermauer und auf dem Dom. Das wird, wie gesagt, nicht hinkommen, wie man sonst normalerweise im normalen Spielverlauf gespielt hätte. Und was ich ja vorhin schon sagte, wir haben die Plättchen jetzt hier gerade auch nicht ausgetauscht. In dem Moment, wo wir es hätten austauschen sollen, weil das sparen wir uns jetzt einfach mal, die Plättchen der Stufe 1 wegzunehmen und die Plättchen der Stufe 2 hinzulegen. So, dann gucken wir mal, dafür kann man sich die Spielübersicht hier nehmen, wofür man jetzt am Spiel dann noch Siegpunkte bekommt. Als erstes schaut man sich erstmal die Marktstände an, die noch nicht gewertet wurden.
Auf den gewerteten Plättchen, gewertet sind damit die gemeint, wo Markierungssteine drauf lagen. Wenn Marktstände gewertet wurden, das heißt, wenn sie im Spielverlauf vollständig umschlossen wurden, hatten wir euch ja schon gezeigt, wie die gewertet werden, und die Markierungssteine kommen dann von den Gebäuden runter. Dieser Marktstand hier wurde im Spielverlauf jetzt nicht vollständig umschlossen, hier fehlt noch ein Feld, um den vollständig umschließen zu können. Jetzt wird geguckt, welche Spieler sind an diesem Marktstand dran mit Markierungswürfeln, und alle die, die dran sind, haben eine Berechtigung auf den Marktstand, und zwar bekommen den unteren Bonus. In dem Fall bekommen Christian und ich jeder beide dann 3 Siegpunkte. Hier ist es dann so eine Endabrechnung, dass jeder Spieler, der noch an dem Marktstand dran ist, die untere Punktzahl dann bekommt. Als nächstes schaut man sich hier seine Technologien und seine Karls-Universitätsleiste an. Man schaut, auf welcher Stufe stehe ich bei der Technologieleiste. Da stehe ich jetzt auf Stufe 6. Und hier auf der Karls-Universitätsleiste sind ab einer bestimmten Stufe, sind da, ich sag mal, Siegpunkte drauf. Hier unten zum Beispiel bei Stufe 3 fängt es mit einem Siegpunkt an, Stufe 5 2 und hier oben bei Stufe 7 sind es auch 2 Punkte. Und je nachdem, was jetzt für Punkte unter meinem Würfel drunter sind, hier 2, die werden multipliziert mit der Stufe, die ich hier bei der Technologieleiste erreicht habe. Also in dem Fall hier 6 mal 2 wären dann 12 Punkte, die ich nochmal vorwärts kommen würde. Jetzt würde man gucken bei dem Dom und bei der Hungersmauer, auf welcher Stufe steht man jeweils. Dann am Ende jeder Stufe, da drüben bei Christian bei der Hungersmauer und hier beim Dom bei mir, gibt es noch Siegpunkte, die man bekommen kann. Ich bin jetzt hier auf dieser Stufe, da sind 8 Punkte angegeben. Und hier oben beim Dom bin ich sogar auf die oberste Stufe gekommen, da gibt es nochmal 13 Punkte dann. Dann schaut man sich an, ob man für die blauen und für die roten Bonusplättchen Punkte bekommt. Bei den blauen guckt man nach der Hungermauer und bei den roten schaut man nach dem Dom. So, ich stehe jetzt hier auf der, in der zweiten Spalte. Da bekomme ich also 3 Punkte pro blaues Plättchen. Ich habe 3 Plättchen, also nochmal 9 Punkte. Wo stehe ich hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das gleiche macht man beim Dom. Habe ich rote Plättchen gesammelt? Ich habe 3 rote Plättchen gesammelt. Da stehe ich sogar an der am weitesten rechtsmöglichen Spalte, nämlich in der vierten Spalte. Das heißt, ich bekomme hier für jedes rote Plättchen 4 Punkte, 4 mal 3 sind 12, das heißt, ich bekomme insgesamt hier nochmal auf die 18. Dann werden die Mauerplättchen gewertet. Je nachdem, wie viele Mauern man hier an sein Aktionsrad angelegt hat, bekommt man Punkte. Für 3 Mauern bekommt man 4 Punkte, für 4 Mauern 10 und für 6 und mehr Mauern würde man 18 Punkte bekommen. Ich habe genau 4 Mauern gebaut, von daher bekomme ich da nochmal einmal 10 Punkte. Hoppala, ich verschiebe hier alles. Dann schaut man nochmal, habe ich eventuell Siegel, die ich werten kann. Hier bei dem Siegel bekomme ich nochmal 6 Punkte. Das heißt, ich komme auf die 34 und habe ich so Schlusswertungsmöglichkeiten. Hier zum Beispiel Christian. Christian würde noch gucken bei seiner Steinverbesserung, auf welcher Stufe stehst du da? Auf der 6. Dann würdest du da nochmal 6 Punkte bekommen. Weil das ja auch ein Schlussplättchen ist hier auf der Brücke. Ich habe hier nochmal, weil ich hier auf der obersten Stufe beim Dom bin, durfte ich mir die 3 Plättchen nehmen, mir eins davon aussuchen. Da habe ich sofort 3 Siegpunkte bekommen und bekomme jetzt nochmal bei der Karls-Universität, je nachdem auf welcher Stufe ich stehe, nochmal die Punkte. Ich stehe hier auf der 7. Stufe, bringt mir also nochmal 7 Punkte. Und als letztes schaut man nochmal, wie viel Eier man hat. Ich habe noch ein Ei. Ein Ei bringt 1 Siegpunkt. Bei 2 Eiern wird es 3 Punkte geben, bei 3 Eiern 6 und bei 4 Eiern 10 Punkte. Und vielleicht nochmal ganz kurz hier zu diesen Siegeln, wo man ja Gold abgeben muss. Hier vorne würde ich also für jedes Gold, was ich noch hätte, wenn ich da gestanden hätte, hätte ich aber auch 2 Fenster, 2 Silberfenster dann bezahlen müssen. In dem Moment, wo ich das Siegel hätte platzieren dürfen, hätte ich am Spielende noch hier von dem Gold, jetzt sagen wir jetzt mal so, ich hätte vielleicht 3 Gold, hätte ich 3 Gold abgeben können und pro Gold hätte ich dann 2 Siegpunkte bekommen, dann nochmal 6 Punkte. Das gibt es hier auch noch mit Stein und das gibt es hier auch nochmal mit dem Pärchen Stein aus Gold. Man muss es dann natürlich aber auch haben und dann entsprechend hier auch ausgeben von seinen Stein- und Goldkrähen, um letztendlich hier die Wertung dann zu bekommen. Ja, und der Spieler mit den meisten Siegpunkten gewinnt das Spiel. Ja, so spielt sich dann Prager Capodregni und ich würde sagen, dann können wir mal zum Fazit kommen. Möchtest du anfangen? Das kann ich gerne machen. Also ich muss sagen, die Optik als ersten Kritikpunkt, sage ich mal, ist so gar nicht meins. Das ist zwar bestimmt diesem Jahrhundert geschuldet, also sprich 14. Jahrhundert. Das passt da irgendwie rein, aber ganz ehrlich, mich erinnern diese gerade die Menschen unglaublich an die Illustrationen aus dem Struwwelpeter. Ich weiß auch nicht, das ist so die Assoziation, die ich da habe. Das ist mir auch gar nicht aufgefallen. Und dazu kommt so dieser ganze Spielaufbau. Also gerade als wir das erste Spiel spielen wollten, das alles aufgebaut haben, das irritierte total. Also hier so mit diesen blauen und mit den roten
Dächern und hier mit Gärten und wo muss ich eigentlich wie was ein draufpacken und so weiter und so fort und dann so Zwei-Personen-Spiel, was muss ich hier und da beachten. Also wir haben gefühlt am Anfang relativ viel Arbeit damit gehabt, das so aufzubauen, wie es sein sollte. Wenn man das dann einmal gemacht hat, das ist ja bei den meisten Spielen so, ist es dann relativ selbsterklärend, dann funktioniert das auch. Und auch so generell so diese Mechanismen, also erstes Spiel bei so einem Expertenspiel, was es in meinen Augen definitiv ist, das erste Spiel ist echt so ein bisschen die Mechaniken kennenlernen, mal ein bisschen hier, mal ein bisschen da ausprobieren und ab dem zweiten Spiel flutscht es dann im Prinzip. Und es läuft auch immer besser, weil schlussendlich, wenn man dran ist, man hat ja immer nur 6 Sachen ausliegen, davon nehme ich mir eine und habe dann eben 2 Optionen, was ich eben machen kann. Also es sind ja nur 6 Aktionen in irgendeiner Kombi, die da ausliegen, beziehungsweise immer in der gleichen Kombi, fällt mir gerade aus, jedenfalls hier. Also es sind immer die gleichen Kombis. Deswegen, das heißt, also ich habe halt spielst, eben... Da werden sie nämlich anders, da werden sie nämlich asymmetrisch dann, wenn du es umdrehst. Genau, das heißt, das macht dann natürlich die Entscheidung relativ einfach, weil ich habe schlussendlich nur 6 Sachen, die ich machen kann. Ich kann hier was machen, ich kann da was machen, ich kann da was machen, ich kann hier was machen. Ich kann eben auf meinen Leisten was machen, produzieren oder halt eben Verbesserung. Das ist es schlussendlich. Also das ist von den eigentlichen Aktionsmöglichkeiten so standalone, ist es wirklich einfach, möchte ich mal sagen. Die Krux oder das Anspruchsvolle kommt halt eben, indem man so Kombinationen baut. Also ich habe jetzt hier was, wenn ich das mache, hier unten eine Aufwertung, in der Goldmine kriege ich 2 Siegpunkte. Plus ich habe ja hier auch nochmal eine Verbesserung, das heißt, ich kann hier Steine nutzen, um an Silberfenster ranzukommen und. Und das ist eigentlich so das, was man wirklich versucht zu machen, versucht sich selber so leichte Ketten aufzubauen. Ich mache eine Aktion, habe aber mehrere Erträge, das ist relativ stark. Wie eben auch, man forciert schon die eine oder andere Richtung. Also man kann hier nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Also ich kann nicht sagen, ich gehe auf die Mauern, um halt eben hier in Blau hochzukommen. Ich gehe auf die Häuser, um in Rot vorwärts zu kommen. Plus dann vielleicht noch hier auf der Leiste längs laufen. Plus dann noch irgendwie immer das Geld und den Stein haben, den ich ja brauche, um das alles bezahlen zu können. Also das ist schon wirklich sehr ineinander verwoben und man muss schon wirklich schwer, also so haben wir es jedenfalls gespielt oder habe ich es gespielt, man muss schon Schwerpunkte setzen, um dann schlussendlich da das Maximum rauszuholen. Und ich glaube, also das erste Spiel war unterirdisch, gerade was mich betraf. Und ich habe das Spiel auch häufiger verloren als gewonnen, was bei Strategiespielen häufig nicht der Fall ist. Aber da ist echt Michaela immer weit vorne gewesen. Und 40 Euro für so ein Spiel mit dem ganzen Drumherum, mit diesen 3D-Geschichten, mit dem ganzen Spielmaterial, mit Holz, mit Pappe, mit Sachen, die auch wirklich funktionieren. Das ist jetzt nicht billig, das ist echt... Stabil, das verrutscht sich das vor allem auch nicht, ne? Das genau, ist das Schöne. Das bei einigen Spielen verrutscht. Dann kommt man einfach nur an das Spielbord ran und dann ist dann gleich, hat man 2 Geld mehr oder weniger. Ja. Also das ist wirklich alles gut. Was mir nicht gefallen hat, ist diese Brücke hier die über den Moldau. Nicht sehr das ist so, wenn man so hat, geht es. Aber sobald man da fällt schon alles auseinander. Ja. Das ist so ein Kritikpunkt. Das ist halt bei diesen Teilen halt nicht, die sind wirklich stabil, die kann man anfassen, die kann man auch hin und her bewegen, das ist wirklich gar kein Problem. Ja, aber bei denen, das ist halt eben... Da haben die Eier doch nicht so gut gehalten. Nee, bei uns nicht. Anleitung so gut erklärt, wirklich sehr, sehr ausführlich. Das funktioniert hinten dran noch so ein kleines Glossar, was man immer wieder benutzt hat, ich jedenfalls, so gerade was die Effekte von diesen betrifft, so gerade Spezialeffekte, da kann man das sehr gut nachlesen. Hier hinten dann nochmal so eine ganze Seite halt eben zu Prag, zu gewissen Sachen, zu Karl IV., zur Karlsbrücke und so weiter. So in kurzer, reduzierter Form halt eben wirklich, dass man sich da so ein bisschen einlesen kann, ein bisschen Hintergrundinformationen kriegt zu Prag. Auch hier halt eben nochmal Glossar zu den ganzen Blättchen, die hier so unterwegs sind. Also das funktioniert wirklich alles gut. Downtime, sprich Wartezeiten, ja, definitiv, sind vorhanden. Aber was eben bei so einem Expertenspiel eben normal ist, gefühlt, was in Ordnung ist, was hier aber nicht negativ für mich aufschlägt, weil wenn der eine nachdenkt, also andersrum, wenn mich ja jeder nachgedacht hat, habe ich auch immer was zu tun gehabt. Also ich habe zwar nichts aktiv jetzt nichts machen können, aber ich habe selber meinen Zug durchdenken können, weil man muss schon wirklich dann denken, so ich nehme den, alles klar, dann kann ich das machen, dann kann ich das machen, habe ich daran gedacht. Also diese Verknüpfungen, die vorhanden sind, diese Ketten, und deshalb war die Downtime gefühlt, ja, definitiv da, aber nicht negativ da, weil ich selber eben auch in der Zeit nachdenken konnte. Und es hängt eben manchmal wirklich auch an einem Plättchen. Ich will meinen Zug machen und zack, das Plättchen nimmt mir halt eben gerade Michaela weg. Verdammte Axt, da muss ich eben umschwenken und es eben nochmal anders aufzonen. Da kommt natürlich dann nochmal etwas mehr Wartezeit, Nachdenkzeit dazu.
Aber was, wie gesagt, beim Expertenspiel generell finde ich das nicht schlimm. Und hier finde ich es erst recht nicht schlimm, weil ich selber eben diese Zeit auch in irgendeiner Form benutzen kann, um nachzudenken, was ich denn machen will. Das ist also vollkommen in Ordnung. Von daher, mir hat das Spiel wirklich viel Spaß gemacht. Jedes Mal wieder, jedes Mal auch mal was anderes ausprobiert. Auch so diese Variabilität, dass man hier eben vor der Rückseite hat, dass man hier andere Wege hat, die über die Brücke gehen, dass man hier das auch entsprechend anders bestücken kann. Hast du noch bei dir da liegen auf dem Stuhl, glaube ich. Genau, das haben wir gezeigt. Also so, dass halt eben auch hier noch mehr sind, als wir jetzt ausgelegt haben, gerade ein Zwei-Personen-Spiel, dass man hier das auswechseln kann, auch wieder vor der Rückseite, dass von diesen verschiedenen Technologiegeschichten auch viele da sind, dass man eben nie genau weiß, welche kriegt man, weil man sie sich auch aussuchen kann, hier genauso. Von daher wirklich viel, viel dabei. Negativ von meiner Seite aus die Optik, die, da komme ich nicht gegen an. Es ist sehr unübersichtlich, gerade im ersten Spiel, und ich mag diese Art der Optik, der Zeichnung nicht, aber das ist Heulen auf hohem Niveau, das führt auch in dem Moment hier nicht zum Punktabzug, weil das Spiel macht echt total viel Spaß. Ich finde, es ist ein sehr gutes Spiel und deshalb gibt es von mir 8 Punkte. Okay, dann mache ich gleich mal ja mit der Brücke, die hat mir auch, als ich das zusammengebaut hat. Also erstmal das Zusammenbauen, dafür gibt es eine separate Anleitung. Da habe ich auch ein bisschen dran gesessen. Ich hatte auch am Anfang einen Fehler gemacht, dass ich schon mal die Teile ausgestanzt hatte. Und hier sind auch so Nummern drauf und so. Dann saß ich zwischen den ganzen Teilen und ich glaube, man muss das da reinfolgen. Hätte ich es vielleicht auch ein bisschen einfacher gehabt. Aber diese Brücke hat mich wirklich beim Zusammenbauen auch schon ein bisschen genervt, weil die immer wieder auseinandergefallen ist. Ich finde sonst 3D-Elemente mal grundsätzlich echt schön, weil das gibt dem Spiel nochmal ein bisschen mehr von der Optik her. Wie gesagt, diese Sachen halten auch total gut zusammen und das geht hier auch mit den Plättchen, die man da reinlegen kann. Hast du die nochmal ganz kurz für mich? Die Plättchen zum Auswechseln, weil die haben ja zwar so eine kleine Einkerbung, das heißt, man könnte die so wieder rausnehmen, man legt den entsprechend einfach drauf. Das fand ich aber auch nicht ganz so einfach, aber dafür kann man die halt einfach auch wieder runterkippen. Man legt die einfach nur drauf und hier fällt halt nichts auseinander bei diesen beiden 3D-Geschichten. Das finde ich total klasse. Und was ich auch eine schöne Sache finde, das habe ich so auch noch nicht gesehen, ist dieser Kran, der den Aktionsmechanismus hier bestimmt. Dass man den halt dreht und dass dieser Stein halt irgendwann in ein Loch fällt, dann schiebst du halt hier weiter. Ab einem bestimmten Zeitpunkt musst du die Plättchen auswechseln, im Zwei-Personen-Spiel halt erst hier. Und auch, dass man weiß, obwohl, da habe ich mich nie drauf konzentriert, wenn das hier hinten ist, also das Ding hier im Zwei-Personen-Spiel praktisch das zweite Mal hier reingefallen ist, nochmal wieder rumgelaufen ist, wie viele Züge man noch hat. Wobei, ich habe dann schon geguckt, was möchte ich eigentlich noch machen und schaffe ich das eigentlich noch? Und meistens nicht. Man hat meistens wirklich zu viele Sachen, die man vorhat. Aber das, finde ich, ist ja auch eine schöne Mechanik. Und das ist aber auch das, was im Spiel, was Christian auch schon gesagt hat, wo man echt drauf aufpassen muss. Man hat hier einen Bonus vom Rad. Welche Aktion suche ich mir aus? Muss ich dafür eventuell was für bezahlen? Bekomme ich da einen Bonus? Was für Aufwertung habe ich gemacht? Bekomme ich dafür einen Bonus? Habe ich vielleicht ein Technologieplättchen? Bekomme ich dafür noch einen Bonus? Also von daher, das nachher alles so im Auge zu behalten, das ist nachher schon echt ganz schön viel. Aber das Spiel macht wirklich viel Spaß. Aber ich fange erstmal mit der Anleitung an. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Anleitung vorgelesen. Und sie ist auch gut geschrieben, auch beim zweiten Durchlesen nachher und nach dem ersten Spiel war es auch alles viel deutlicher. Aber am Anfang muss ich sagen, ich bin echt erschlagen worden. Wir haben es durchgelesen, okay, was kann ich jetzt alles machen? Ich kann Gebäude bauen, ich kann eine Aufwertung machen, ich kann eine Mauer bauen. Wo mache ich das hin, wo mache ich das hin? Wie komme ich da vorwärts? Und die ersten Spiele war es auch ganz lustig, da sind wir meistens auf der Hungermauer vorgegangen und auf dem Dom gar nicht. Und man muss aber aufpassen, weil wenn man Mauern baut, kommt man auf der Hungermauer vorwärts. Wenn man Gebäude baut, kommt man auf dem Dom vorwärts. Aber genau umgekehrt kriegt man diese Plättchen. Wenn ich nämlich hier mit den Mauerplättchen baue, auf der Hungermauer vorkomme, kann ich aber diese roten Bonusplättchen bekommen, diesen roten Eckbonus. Wenn ich Gebäude baue, komme ich auf dem Dom vorwärts, bekomme aber die blauen Plättchen. Das heißt, ich überschneidet sich so ein bisschen, beziehungsweise man will eigentlich das eine bauen, weil Mauern bringen ja am Spielende auch nochmal ordentlich Siegpunkte, bis zu 18 Punkten. Aber man muss dann schon gucken, in welche Richtung gehe ich, weil es bringt letztendlich nichts, wenn ich auf dem einen hoch bin, aber dann vielleicht keine Plättchen gesammelt habe. Und ich habe auch nachher in weiteren Spielen, bin ich auch viel darauf gegangen, dass ich zum Beispiel auch, wenn ich blau, wenn ich hier gesehen habe bei der Hungermauer, auch da gehe ich mal viel nach oben. Und ich, oder beziehungsweise nach oben bringen, nach oben gehen bringt ja für die Plättchen nichts, sondern da muss ich ja bei der Hungermauer nach links gehen und beim Dom entsprechend nach rechts, um hier in die entsprechende Spalte zu kommen, wo ich dann mehr Punkte bekomme. Und da habe ich nachher auch mehrmal geguckt, dass ich auf diese Strategie gehe. Wie Christian schon sagt, es gibt hier halt viele Sachen, die man machen kann. Christian ist in dem einen Spiel, bist hier immer vorwärts geprescht auf der Brücke. Hast dann hier auch die, ich sag mal, das Bonusplättchen auch fürs Spielende. Da kriegt man dann ja hier auch nochmal Boni, damit kann man auch nochmal was machen. Und man versucht eigentlich seine
ja, ich sag mal, Maschinerie hier zum Laufen zu bringen, um dann nachher, wenn man einen Zug macht, ah, ich krieg da was, ich krieg da was, ich krieg da was, mit dem kann ich im nächsten Zug das und das machen. Jetzt habe ich Fenster, okay, da muss ich aufpassen. Und dann können dann aber auch die Spieler, und selbst in Zwei-Personen-Spielen, wir haben das bisher nur zu zweit gespielt, die Züge versauen. Ich hatte zum Beispiel im letzten Spiel, habe ich es voll aufgestellt auf dieses Plättchen hier, weil ich wollte dieses goldene Fenster haben, um noch einen Zusatzzug zu kriegen. Was macht Christian? Er nimmt dieses Plättchen. Ich meine, was man machen kann, das haben wir noch gar nicht gesagt. Damit war das Plättchen hier halt weg und es kam natürlich keins nach, wo man ein Goldfenster als Ertrag bekam. Damit war irgendwie mein Zusatzzug weg, weil hier war ich schon, ich glaube, ich war hier nach vorne, das heißt, da hinzukommen und ich hatte auch gar kein Ei, hätte man sonst auch noch eins bekommen können. Aber irgendwie kam ich an kein goldenes Fenster. Was wir noch nicht gesagt haben, man kann auch in seinem Zug zu einem beliebigen Zeitpunkt entweder ein Gold oder einen Stein abgeben, um aus einer dieser drei Reihen zwei Plättchen rauszunehmen, also zwei normale Plättchen oder ein normales und ein Standardplättchen. Die werden dann unter den jeweiligen Stapel zurückgelegt und man deckt entsprechend zwei neue Plättchen auf. Also das kann man auch machen. Dadurch verliert man natürlich einen Rohstoff, hat aber vielleicht dann auch eine bessere Auswahl dann letztendlich. Aber das ist wirklich so am Anfang gewesen. Also mir war es wirklich Reizüberflutung. Also, aber ich muss dann sagen, je häufiger man das Spiel gespielt hat und wie bei so vielen Spielen, wo es so viele Möglichkeiten gibt, man muss sich halt letztendlich auf ein paar Sachen konzentrieren. Man kann nicht alles und man kommt auch nicht bei allen Sachen vorwärts. Wie gesagt, hier bei der Brücke ist es ein Zwei-Personen-Spiel positiv. Hier muss man nicht die Angst haben, dass diese fünf Planken vorzeitig belegt sind, sondern da kommt man irgendwann hin. Es kann nur sein, dass die Felder, die man ganz gerne vielleicht als Boni gehabt hätte, dann schon belegt sind. Hier gibt es auch kein Wettrennen letztendlich, weil hier gibt es ja auch keinen Malus, wenn ein Spieler zuerst oben ist. Das Einzige hier, wenn nachher diese drei Plättchen weg sind, sind sie auch weg. Aber auch das ist im Zwei-Personen-Spiel dann ja letztendlich nicht gegeben. Und ich finde auch schon, was hier noch an Varianz mit dazu ist, was Christian schon sagt, entweder man spielt hier mit der B-Seite der Aktionsplättchen oder mit der A-Seite. Oder man nimmt hier für jeden, für den Dom oder auch für die Hungersmauer, da liegen die Plättchen jetzt hier gerade nicht aus, die hast du dann noch bei dir liegen, dass man hier die Plättchen noch auswechseln kann. Oder was ich ja auch schon eingangs sagte, auf dem Königsweg kann man ja auch die Stationen, die nicht mit Ei bezahlt werden, kann man hier auch noch überdecken. Da kann man auch noch beidseitig dann andere Aktionen draus machen. Also das Spiel ist eigentlich so schon sehr abwechslungsreich, sehr vollumfänglich, für mich auch auf jeden Fall ein Expertenspiel. Aber man kann halt durch die Sachen, die dabei sind, auch nochmal wieder Varianz mit reinbringen. Wobei ich jetzt nicht so viel gefühlt habe, wir haben jetzt auch ein paar Mal mit der B-Seite gespielt, das soll ja dadurch asymmetrischer sein. Hat sich jetzt für mich nicht so angefühlt, aber wir haben bisher in Anführungsstrichen 7 Spiele gespielt. Vielleicht muss man das Spiel dafür auch deutlich häufiger gespielt haben, um das letztendlich zu fühlen, dass die A- und die B-Seite da unterschiedlich sind. Von der Symmetrie her letztendlich. Also von daher, ich muss auch sagen, es ist wirklich ein ganz tolles Spiel. Ich finde auch toll, dass hier eine Anleitung noch was Geschichtliches drin ist, dass es auch passt. So ein kleines Gimmick war auch drin, dass ja die Brücke sollte ja mit Eiern gebaut werden. Ein Dorf hat sich richtig verstanden, hat dem Karl dann hartgekochte Eier geschickt zum Beispiel. Fand ich auch ein ganz nettes Gimmick, was hier mit drin ist. Von daher ist hier auch Geschichtliches noch mit so ein bisschen in dem Spiel mit drin. Unterschiedliche Stationen wie die Karlsbrücke, die Hungermauer, der Dom und so weiter tauchen hier mit auf. Ich finde es auch ganz gut, dass man hier halt mit oder ohne diesen 3D-Elementen spielen kann. Wobei ich finde, in diesem Spiel haben mich diese 3D-Elemente überhaupt nicht gestört. Da gab es andere Spiele, wie zum Beispiel das Spiel mit dem Obelisken, wo der in der Mitte stand. Das hat mich da schon so ein bisschen gestört, weil das auch die Sicht bei uns beiden letztendlich dann so behindert hat und man gar nicht so richtig sehen konnte. Da fand ich eher das 3D-Element ein bisschen störend als das Spiel verschönernd. Von daher viele schöne Sachen hier auf dem Spielertableau, dass man hier noch die Leisten hochgehen kann, dadurch noch Technologieplättchen bekommen kann. Diese Boni freischalten war bei uns auch immer sehr attraktiv, wobei man da auch immer gucken musste, ich möchte jetzt eigentlich ganz gerne bauen, dadurch muss ich aber Steine wieder ausgeben, dadurch komme ich später hier an den Bonus ran, um den freizuschalten, an den 9er Bonus ja noch später. Mache ich hier die Leisten erstmal hoch, damit ich hier die Produktionsplättchen bekomme, damit ich, wenn ich produziere, noch ein bisschen mehr bekomme. Also so viele Sachen, die man überlegen muss. Spielübersichten finde ich auch gut. Am Anfang wusste ich nicht so ganz genau, was es bedeuten soll. Ab dem zweiten Spiel lief das dann. Das hier unten war klar, aber die beiden Sachen muss ich gestehen mit der Gebäudewertung, die musste ich auch erstmal noch ein bisschen verinnerlichen. Das mit den Aufwertungen habe ich gerne vergessen, habt ihr ja schon gesehen. Der Hut ist hier auch ein bisschen klein drauf, finde ich, auf dem Plättchen. Und ich weiß nicht, warum dieses Plättchen, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, warum das so miniaturartig gemacht worden ist. Das hätte ich auch beinahe beim Auspöppeln übersehen. Und auch schön, dass man hier nochmal auf der Rückseite nochmal komplett durchgeleitet wird, wie dann die Schluss, ich sag mal, Wertung durchgeführt wird. Also von daher wirklich ein sehr schönes Spiel.
Auf jeden Fall Interaktion vorhanden, dadurch, dass einem die Mitspieler hier natürlich am Rad die Aktionsplättchen vor der Nase wegschnappen können, dass man dann überlegen muss, auch in den letzten Zügen hatte ich das gerade, ich wollte vielleicht noch eine Mauer bauen und ein Gebäude, dann schnappt sich Christian das hier vorne weg, dann wandert es in den teuren Bereich, dann muss ich wieder einkalkulieren, dass ich wieder mehr Geld brauche, das Geld habe ich aber gar nicht mehr. Oder hier wird mir ein Plättchen weggenommen, was ich einkalkuliert habe, wie zum Beispiel das mit dem Goldfenster, was ich mit fest eingeplant habe. Oder was hier bei mir richtig gut passen würde mit einem Nachbarschaftsbonus oder mit dem Eckbonus eventuell. Also von daher auf jeden Fall Interaktion vorhanden, aber auch nicht so, dass man, wenn der andere einem letztendlich was weggenommen hat, nichts machen kann, sondern man wird hier an jeder Stelle belohnt, teilweise auch noch mehrfach. Und das ist, was das Spiel letztendlich dann auch so ein bisschen manchmal nachher schon unübersichtlich werden lässt, sag ich mal so. Man muss an so vielen Ecken. Und da ist auch immer schön, wenn man sich gegenseitig so ein bisschen hilft. Hast du daran gedacht? Hast du daran gedacht? Hast du daran gedacht? Das kann auch sehr hilfreich sein. Von daher gefällt mir das Spiel auch wirklich richtig gut. Ich spiele es gerne wieder, ist halt kein Spiel für mal eben zwischendurch. Da muss man sich schon Zeit für nehmen. Wir haben nachher so immer um die 70 Minuten herum gespielt. Downtime auf jeden Fall vorhanden, wie Christian schon gesagt hat. Hat mich jetzt hier aber auch nicht gestört, weil ich für mich dann auch immer schon geguckt habe, was kann ich letztendlich machen, welches Aktionsplättchen möchte ich vielleicht als nächstes nehmen, welcher Bonus ist für mich hier wichtig, möchte ich vielleicht gerne so ein, ich sag mal, Seltenheitsplättchen nehmen und dann brauche ich auch gerade dieses Plättchen, damit ich damit auch das Seltenheitsmauerplättchen bauen kann und so weiter. Also von daher wirklich ein rundum gelungenes Spiel für mich, spiele ich sehr gerne wieder, bekommt von mir 8,5 Punkte. Da sind wir ja nah beieinander. Genau. Okay, das war dann unser Review zu dem Spiel Praga Caput Regni. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr unseren Kanal abonniert. Gebt auch gerne dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten freuen wir uns drauf, wenn ihr das nächste Mal wieder bei uns reinschaut. Und wir müssen jetzt erstmal sehen, wie wir diese Baustelle mit der Brücke da wieder in Ordnung Ja. kriegen. Wir müssen nochmal wieder mehr Eier. Wir brauchen mehr Eier für den Bau der Brücke. Genau. Das hat bei uns irgendwie nicht so gut gehalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.